Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur neuesten Episode Stricker TV. Nach längerer Zeit und das Interview, nach viel zu langer Zeit, endlich wieder der legendäre, ich nenne ihn Verfassungsschützer, er nennt sich Verfassungsverteidiger, der Albert Knobel. Hoi Albert. Ja, hoi Dani. Ja, es freut mich. Merci vielmals, dass du mich eingeladen hast und ja, freue mich. Ich glaube, wenn du mal eine Prothese brauchst, lässt du das gerade so verschrauben, oder, dass die Hand oben bleibt. Ja, ein Polizist, als ich dort vor dem Bundeshaus gestanden bin und die Polizei, das letzte Mal die Polizei in friedlicher Auftrag vorbeigelaufen ist, dann fragt er mich, ob ich noch Blut habe im Arm. Und er sagt, ich weiß es nicht, ich kann es nicht mehr abnehmen. Also wenn es mal, früher hat es das gegeben, was bin ich mit der typischen Handbewegung, wenn man so gemacht hätte, hätte jeder gewusst, Widerstandskämpfer. Robert, Albert Knobel von Beruf. Welches Schweinerl hätten Sie gern? Genau. Robert Lemke. Genau, da merkt man, ja, wie alt wir sind, dass wir das noch kennen. Ja, ja, ist ja gut, wenn wir eine schöne Erfahrung haben. Du hast ganz viele Notizen mitgebracht, du hast ganz viele Themen, die brennt unter den Nägeln. Du hast ganz viele Sachen zu erzählen. Mit wem fangen wir an? Mit gestern, mit heute? Ja, ich möchte dich nochmal gratulieren zu deinem Freispruch. Das war natürlich eine super Sache gewesen. Freiheit für die Indianer, Freiheit für wirklich Naturmenschen. Und die Leber noch spricht. Und das ist gut. Danke, ja, hat mich auch gefreut. Mir hat der Freispruch gefreut und ich habe es interessant gefunden, dass ich freigesprochen worden bin. Und noch mehr interessant gefunden, dass es mich gefreut hat, dass ich gewinne. Weil eigentlich hat es gemeint, das bedeutet mir nichts. Oh, aber hast du als Mensch entdeckt? Ja, genau. Ich habe gemerkt, nein, ist doch noch cool, wenn mal nach all dieser Willkür, auch wenn der Richter das nicht unbedingt freiwillig gemacht hat, sondern einfach der Druck und der Argumentationsdruck so groß war, dass er gewusst hat, dort die Instanz durch, wird er sein Fehlurteil nicht verteidigt werden. Ich weiß, was der Grund ist. Ich habe das Gefühl, er ist wirklich ein ziemlich emsiger, eifriger, ein Streber von einem Richter gewesen, im guten Sinn auch, der immer seine Hausaufgaben gemacht hat, wo sein Anwaltspatent durch Fleiss erarbeitet hat und vielleicht wirklich so etwas wie noch, sagen wir mal, das Recht lebt, kann auch sein. Ist wirklich schwierig. Aber die strenge Art, wie Richter sich haben, das hat man genau auch so gespürt gehabt. Das ist so ein bisschen die, man weiß nicht, ob es Arroganz ist, aber es ist das Gefühl, das die Richter übermittelt, dass sie quasi fürs Land reden. Dabei sind es nur 1,8 Millionen. Ja, sie spielen natürlich eine Autorität und das ist ihnen eingebildet worden. Ist das gerade alles in dem Wort enthalten, eingebildet worden. Das ist ein Teil von der Bildung, dass sie ja die Elite sind in dem Land, wenn sie schon richtig Abitur gehen, wenn sie nachher richtig Studienabschluss gehen und wenn auch immer bei all diesen Diplomfeiern die Rede, ja, ihr gehört zu der Elite, ihr seid in der Führung und so führen sie sich auf. Du bist es keine Elite. Der Heinz Raschein hat mir gesagt, oder? Der Richterberuf ist quasi in der geschützten Werkstatt arbeitend. Oder? Während dann die wirklichen Elite sind die, die eine eigene Kanzlei aufmachen und ein Stück weit auch ihre unternehmerische Verantwortung wahrnehmen, Arbeitsplätze schaffen, statt einfach nur Staatsgeld kostet. Oder? Also wenn überhaupt der Arbeitsberuf etwas ehrenvolles ist, dann ist er wahrscheinlich eher zu finden auf der Anwaltsseite mit den Leuten, die Kanzleien führen, als bei den Richtern, die einfach eben mit ihrer Selbstgefälligkeit quasi von der hohen Kanzel oben ab, vom hohen Ross oben ab, sind wir beim Winnetou, predigen, oder? Ja, eben, die Macht von der Einbildung, die darf man nie vergessen, die ist natürlich riesig. Und eben, ich mache mir immer Gedanken, wenn ich die verurteile, nach dieser Vorgabe und nach dem Strafgesetz, nach Treu und Glauben, aus unserem Empfinden, aus Distanz von dieser Einbildung, die die haben. Zum Teil ist es Missbildung und das artet eben aus in Einbildung nachher. Da mache ich mir auch immer Gedanken und erlebe das auch immer wieder. Also da hat es wie gestern Polizisten auf der Gemeinde wieder, die meinen, sie machen es richtig. Sehr wahrscheinlich, gepaart mit ihren Anleitungen, die sie natürlich haben, wie sie zu arbeiten haben. Die meinen, sie machen es richtig. Und ich habe einen Polizist, den ich gestern wieder hatte, der hat mir das schon früher gesagt, aber gestern wieder. Sie haben sich total verrennt in etwas, wo sie den Rang nicht mehr herausfinden. Hat er zu dir gesagt oder zu ihm? Er hat zu mir gesagt. Ich habe mich total verrennt.
ich habe natürlich die Verfassung nicht gerade ihm von der Nase gehabt, aber trotzdem, er weiß ja, er hat ja mein Bild, wenn ich in der Öffentlichkeit bin, hat er ja gespeichert. Aber er hat mir das schon mehrmals gesagt, sie haben sich verrennt. Mhm. Ein Polizist zwar ist natürlich berufsbedingt, wenn er schon den Beruf vergreift, hat er gewisse Wille, sich Hierarchien unterzuordnen, zu funktionieren, das Befehl nicht zu hinterfragen. Von dem her gesehen ist ja das nicht so eine erstaunliche Erkenntnis, dass er nicht so viel Erkenntnis hat. Das ist eher die Ausnahme wahrscheinlich. Die Polizisten, die wirklich selber denken das ist ein schwerer Vorwurf, aber sagen wir, im Beruf in selber denken, ist nicht karrierefördernd, so in einem Spital, wenn du Arzt bist, nicht so intelligent ist, wenn du den Chefarzt oder Klinikleiter hinterfragst. Das ist der Unterschied, halt jemand, der selbstständig ist als in einer eigenen Praxis oder eben als ein Arzt mit der eigenen Praxis ist oder eben im Fall von der Polizisten halt eben irgendetwas macht. Für dann im gleichen, eher in der konservativen Weltbild, was sie oft auch mitbringen, aber eben doch etwas, wo halt mehr Eigendenken fördert, statt eine Art, ist ja eher karrierehemmend, wenn man bei der Polizei ist. Oder? Ja, das ist so. Das widerspricht aber grundsätzlich mal in der Grundlage des Amtszeit, wo ja von der Polizist, da ist ja mehr oder weniger ähnlich in den verschiedenen Kantonen. Also es geht um den Schutz von der Bevölkerung und dann geht es um die Verfassung und Gesetze zu beachten und um die amtlichen Pflichten zu erfüllen. Und die amtlichen Pflichten erfüllen beinhaltet nicht nur die Loyalität zum Tagesbefehl, zum Vorgesetzten, sondern eben auch die ersten zwei Sachen sind grundsätzlich wichtiger. Und der Polizist ist ja auch ein Mensch, mit einem eigenen Hirn, dann müsste auch seine Konsequenzen von seinem Wirken können abschätzen. Aber in vielen passiert es das erste Mal vor dem Richter, wenn es dann wirklich so weit kommt, dass auf einer Strafanzeige die Polizisten vor dem Richter sind, dass sie dann anfangen zu denken. Weil dann ist der Kommandant bei den Zuschauern hinten und die Polizisten sind allein vor dem Richter. Mhm. Also ich habe das auch gesehen im Kanton Schweiz, ein Prozess gegen vier Polizisten, wie das abläuft. Es gibt ja die Remonstrationspflicht, oder? Aber das ist halt schwierig. Sagen wir mal, während Corona hat es Zeiten gegeben, wo die Pflicht vollzogen werden oder die Beamte. Ist halt dann praktisch nicht passiert. Es hat nur ganz wenig gegeben, die dann da wirklich das Maul aufgemacht haben, öffentlich. Ja, also das ist, in der Schweiz ist es nicht so ausgeprägt als Remonstrationspflicht, aber aber der Amtszeit bringt schon mal auf Verfassung und Gesetz. Und da müssen wir nicht vergessen. Also wir haben, das ist einfach Artikel 5. Grundlage und Schranke staatlichen Handelns ist das Recht. Und auch nachher wieder im 35 im Abschluss von der Grundrechte. Die Grundrechte müssen in der ganzen Rechtsordnung zur Geltung kommen. Und wer staatliche Aufgaben wahrnimmt, ist an die Grundrechte gebunden. Und so weiter. Das sind schon mal genug. Das ist, und das lässt keinen Zweifel offen. Das lässt keine Interpretation offen, was das Recht ist. Und alle die Gesetze, die sie sich darauf berufen, auf Polizeigesetze und das Stadtreglement oder was auch immer, das darf der Verfassung nicht widersprechen, sonst ist es illegal oder es wird illegal angewendet. Wobei man muss sagen, auch die Verfassung, die einzelnen Artikel sind ja nicht absolut. Die einzelnen Artikel widersprechen sich zum Teil. Da muss man eine Güterabwägung vornehmen. Und wenn doch ein Notrecht gilt und man sagt, das Notrecht ist demokratisch und vor allem juristisch einwandfrei entstanden, was man könnte bestreiten, aber wenn man jetzt das annimmt, dann ist es dann auch richtig und das Recht, dass man halt gewisse Grundrechte einschränkt. Das ist nicht etwas, was einmalig ist in der Schweizer Geschichte, oder täusche ich mich da? Ja, jetzt erlaube ich mir den Konjunktiv. Wär's geregelt. Aber das bedingt natürlich eben auch, dass man mit dem Notrecht nicht liederlich umgeht, dass man das Notrecht nur dann einsetzt, wenn es wirklich ein bewiesener Notfall ist. Und das ist wieder im Artikel 36, wo es um die Ausnahme vom Grundrecht geht, ist das wieder genau beschrieben. Ausnahmen, also Einschränkungen von der Grundrecht, das haben wir auch. Und da geht es natürlich noch um Treu und Glauben. Man kann nicht einfach etwas behaupten und nachher das durchziehen über 3 Jahre. Und in den letzten Notrechtsfällen, die man gemacht hat,
Also das war grundsätzlich kein Notrecht. Mhm. Das ist, sage ich jetzt, aus meinem Empfinden heraus, weil ich Treu und Glauben eben weit voransetze und auch die Beweispflicht von der Behörde, wenn sie etwas anordnet, wo unsere Grundrechte, die freiheitlichen Grundrechte einbricht, dann sind sie beweispflichtig. Mhm. Und also was sie letzte Jahre damit gemacht haben, ob es das wegen der Epidemie gemacht worden ist, ob das nachher wegen der Bank zum Beispiel oder Energie oder was sie ja immer für Flausen dann haben, wo sie sind politische Sachen, die sie machen, aber es ist sachlich nicht bewiesen. Und darum dürfen sie nicht einfach mit dem Notrecht spielen. Und darum gilt das auch nicht. Und ich meine, natürlich, in der Verfassung hat es auch grobe Fehler drin. Aber man muss natürlich die Verfassung auch in einer Stufenhierarchie anschauen. Und das sind die ersten 9 Seiten, sind einfach zuvorderst. Nicht nur von der Seitenzahl her und von der Lage her in der Verfassung, sondern von der Stufenhierarchie, von der Verbindlichkeit her. Also was hinten in der Verfassung ist, darf in den vordersten 9 Seiten nicht widersprechen. Und zum Teil so wie Gesetz am nicht darf genau. Das widersprechen und vorne nicht das Gesetz. Genau. Es gibt ja, also eben, ich habe immer formuliert gehabt, dass wenn Notstand ausgerufen wird, dass es muss notwendig, zielführend und verhältnismäßig sein. Und ja. bei der Bank, jetzt muss ich sagen, dort, also ich sage nicht, dass es nötig ist, das glaube ich auch nicht. Aber dort kann man noch darüber streiten, ob es zielführend war und ob es verhältnismäßig war, oder? Aber bei dem Zombie-Pfnüssel haben sie nach 3 Jahren nachher noch nichts von den 3 Sachen beleidigt. Sie sind nicht beleidigt, dass es notwendig ist, weil die anderen Länder es nicht gemacht haben, wie in Schweden, ist nichts passiert. Sie haben nicht gesagt, bis es zielführend ist, weil es ist genau gleich viel passiert wie allen anderen Ländern. Oder? Und verhältnismäßig, dass das unverhältnismäßig war, was man da gemacht hat, von den Kindern hinter Masken zwängen und Firmen in Konkurs schlittern lassen und psychische Schäden bei ganz vielen Großteilen der Bevölkerung auszulösen, über das müssen wir gar nicht diskutieren. Also sie haben nichts von den 3 Sachen bewiesen. Ja, ich bin auch voll dieser Meinung. Und ich muss natürlich schon sagen, ich bin nicht Jurist. Ich mache mir nicht an, aus denen ihre Optik das zu sagen. Die sehen das vieles wieder anders. Aber ich tue mich natürlich in denen ihre Äußerungen und denen ihre Argumentationen, die tue ich natürlich auch mit einbeziehen und tue das vergleichen mit den Verfassungsgrundsätzen, mit den Grundrechten und wie das grundsätzlich gemeint ist, nach Treu und Glauben. Ich meine, der Gesetzgeber hat ja mal eine Idee gehabt, warum er das gemacht hat. Und dort müssen wir ja auch wieder unterscheiden, ist es die Idee, die er in Treu und Glauben hatte, die er dann in rechtlichen Wortlaut umgesetzt worden ist, oder ist es das, was sie wollten, bezwecken damit, was dann wieder zum Teil in eine üble Richtung geht. Es werden Gesetze gemacht, wo ja uns etwas vorgegaukelt wird, dass es für uns das Beste ist, wenn wir das annehmen und nachher eben im Nachhinein eben doch nicht so ist. Und das ist auch keine Gesetzgebung in Treu und Glauben, wenn man in diese Richtung geht. Natürlich sind das nicht Experten, das sollen es auch nicht sein, aber sie sollten doch die Verantwortung im Kopf haben und mit dem eigenen Kopf denken und handeln. Das heisst nicht nur, sie sollten, sondern sie müssen. Weil auch das ist wieder das Einzelstimmrecht von unseren Volksvertretern, ist auch wieder in der Verfassung verankert und grundsätzlich auch im Strafrecht. Aber sie machen eigentlich mit denen, so wie sie es machen, wenn man das sieht, auch im Parlamentsbetrieb mit den Fraktionen und zum Teil parteiübergreifende Fraktionen. Ich bezeichne das halt aus Erfahrung als eigentlich sinngemäß bandenmäßige Absprachen, wo die Freiwilligkeit behauptet wird, aber wo ja gleich die dann anders stimmen, halt vielleicht in der Karriere ein bisschen zurückbleiben und so Sachen. Und das ist übel. Das ist Politik, oder? Das ist Politik. Und Politik ist im Recht verpflichtet und nicht umgekehrt. Und das muss einfach Priorität haben. Politik schafft natürlich
Gesetze und Paragraphen und die Verfassung. Also wenn man sieht, ist es schon ein Wechselspiel, oder? Ja, aber die Verfassung liegt da. Die Verfassung hat so einen hohen Rang und dort geht man nicht einfach rumschrauben. Nicht ohne das Ja von der Bevölkerung, ja. Grundsätzlich ja. Auch bei den Gesetzen haben wir natürlich das Initiativrecht, das Vetorecht. Das hat ja der Berse hoch und heilig bejubelt da in seiner Neujahrsansprache als Errungenschaft von der Verfassung. Wäre gut, wenn er den Rest dann auch noch würde lesen, was da drin ist. Aber es wird einfach vieles wird halt schon in eine Richtung geleitet, wo dann das Volk nicht gerade sieht, aber wo die einen Plan haben und das nachher dann auch durchsetzen. Ich kann mich jetzt als Verschwörer bezeichnen, aber die Erfahrung zeigt es, dass halt das so läuft. Gut, wir können gerne da natürlich reinsteigen, wenn wir ins Politische gehen wollen. Etwas anderes würde mich wundern, als ich gesagt habe, dass du heute zu mir kommst, hat mir eine Frau gesagt, oh, stell ihm die richtige Frage, ich will wissen, wie der tickt, oder? Und zwar im positiven Sinn, sie nimmt dich anscheinend wahr als eben quasi unbeugsam, gegen sie zu sagen renitent, oder? Aber du bist ja da schon mit deiner ganz eigenen Maschine unterwegs, du hast deinen eigenen Bus, sag ich mal, wo du unterwegs bist, du hast, glaub, müssen oder sollen ins Gefängnis gehen, bist du wie lange jetzt geheißen, du bist auf der Flucht oder so. Kannst du mir über das erzählen, was das Motiv ist und was deine Strategie auch dahinter ist, dass du machst, was du machst? Jetzt gerade, zum Beispiel haben die meisten Busse einfach zahlt, oder? Du hast dich da zum Teil verweigert, bist haarscharf am Gefängnis vorbeigeschrammt und hast dann, kannst du mir über das etwas erzählen? Oder was Motivationslage ist, die Strategie. Wieso glaubst du, dass das, außer dass es dir wahnsinnig viel Ärger einheimst, dass das sagen wir, für die Bewegung und für die Schweiz wertvoll ist, was du machst? Oder ist das gar nicht die wichtige, ist das schon die falsche Frage, weil es gar nicht entscheidend ist, sondern du einfach willst, einfach das machst, was du selber richtig findest? Ja, es ist sicher eine interessante Frage. Dann müssen wir uns einfach einig sein, wie lange die Sendung soll gehen. Probier's. Die richtig wichtigen Sachen, die kann man. Ja, ich habe ja das letzte Mal schon einiges erzählt von mir, von mir privat als Mensch und so. Und ich habe vielleicht einfach einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und den habe ich vom Vater geerbt. Bei Unrecht hat er sich schon geäußert. Und hat auch für andere ist er eingestanden. Und ja, von dort her, ich bin mit ihm schon als 17-, 18-Jähriger auf den Ämtern gewesen und habe das auch miterlebt, natürlich vor am Küchentisch und so. Aber ist du bist jetzt, politisiert worden. Du bist jetzt so dauernd konfrontiert mit Juristenkram oder mit so Behördenkram und so. Ja. Das macht einem ja kaputt, oder nicht? Ja, schon, ja. Es ist nicht angenehm. Absolut nicht. Ich habe gestern habe ich einen Behördenmarathon gemacht, wo ich zwei Vorladungen hatte. Und, wegen was Vorladungen? Auf das kann ich vielleicht noch zu reden kommen. Aber vielleicht eben die Vorgeschichte jetzt zu der Frage. Das ist natürlich, das hat sich gesteigert, gebildet. Oder? Ich habe mich mit dem auch auseinandergesetzt. Schon lange eben mit Recht und Unrecht, mit Behördentätigkeiten und so, direkt oder indirekt. Und ich meine, ich muss das nicht mehr wiederholen, ich bin ja dort in der DDR ein- und ausgegangen, dort habe ich gesehen, wie die andere Seite tickt, also der Sozialismus, das Staatsdiktat grundsätzlich dann, wo man meint, bei mir das Beste für die Menschen, wenn man es eben in das Denken wegnimmt und Grenzen setzt, einengt in der persönlichen Freiheit. Das habe ich auch gesehen dort und habe dann eben gesehen, wie wertvoll das wir es haben. Und wenn ich dann 30 Jahre selbstständig Unternehmer war, bin ich natürlich auch immer wieder angestanden, wenn man etwas machen wollte. Von Leuten, die das haben wollen, aus irgendeinem Grund verhindert, sei das in den Verbänden, Berufsverbänden oder auch eben von den Behörden. Und dann musste ich mich halt mit der Gesetzmäßigkeit auseinandersetzen, wenn man immer wieder, wenn von Behörden eine Verfügung bekommen hat oder so etwas, warum man das nicht machen kann, eben nicht, und sie dann auf ein Gesetz sich berufen, dann hat man halt das müssen anschauen. Und so ist man Schritt für Schritt reingekommen. Und ja, dann hat sich das natürlich weiter ausgeprägt.
Später, ich hatte in den 90er Jahren, ist es um die Bauerei gegangen, wo wir uns dort auch wieder weiterentwickeln wollten, dort immer wieder angestanden. Was ist hingegangen im Bauen? Wo wir bauen, also wo wir dort ein Wohnungsgeschäftshaus angegangen sind. Wo wir, und wer ist eingegangen? Also, eine Baufirma? Oder? Nein, um das ist es gegangen. Es ist ums Bauen gegangen. Dann. Ich habe mich vorher mit der Raumplanung auseinandergesetzt, mit ganz vielen Sachen, einfach immer wieder eins ums andere, politisch. Und so bin ich halt in ganz viele Themen reingekommen. Und es läuft halt praktisch überall ähnlich. Es geht dann irgendwann nicht mehr um die Sache, sondern um das Recht haben, also um das Rechthaberische. Und dort spielt dann wieder die Macht der Behörden eine Rolle. Und in der Schweiz sind wir in der direkten Demokratie. Also dort haben die Behörden keinen Sonderstatus, sondern dort geht es um den Dienst am Volk, am Souverän. Und von dort her ist das natürlich auch nicht nur unser Recht, sondern auch unsere Pflicht, dass wir unsere Freiheiten bewahren und dass wir uns nicht einfach wegnehmen lassen. Und da habe ich natürlich immer wieder Beschwerden gemacht, Einsprachen, Beschwerden, wenn man irgendeine Verfügung einfach behindert hat in meinen Grundrechten, in meinen Freiheiten, die mir zugesprochen waren. Oder wenn es um unterschiedliche Behandlung gegangen ist, sowieso, wenn man das eins zu eins gesehen hat, warum kann der das machen und warum kann ich das nicht machen, dann hat sich das halt immer mehr ausgeprägt. Und natürlich, in meinem Alter sollte man vielleicht mal ein bisschen kürzer treten. Aber wenn ich sehe, was da abläuft, in welche Richtung das geht, dann lässt mich das nicht ruhen, solange ich noch selbstständig kann denken und fit bin. Also, du hast vorhin gesagt, auf der Flucht das Wort einmal in Erwägung gezogen oder gesagt. Aber wohin will ich flüchten? Ich kann von mir selber kann ich nicht flüchten. Und wenn ich sehe, was da abläuft, an einem anderen Ort, sieht man das aber auch wieder. Oder? Ich habe jetzt einfach den Raster natürlich in mir rein, der hat sich jetzt gebildet. Und natürlich, ich habe auch riesige Freude am Leben. Also ich tue auch, ich gehe in die Natur, gehe ich regenerieren. Und das habe ich schon früher gehabt, im Spitzensport. Ich bin schnell Regeneration habe ich erlebt bei mir und das habe ich auch heute noch, dass ich da, wenn ich mal kurz mich schnell zurücklehne und ein bisschen in die Natur raus schaue, und das mache ich jetzt natürlich mit der Liberté, mit dem Auto, der Liberté, mache ich das natürlich sehr oft. Und mein Bruder hat mal gesagt, mein Bruder ist mehr politisch interessiert als ich vor Corona gewesen. Und ich habe immer gesagt, das Leben ist zu kurz für die Politik, oder ist die Zeitverschwendung, weil das eben die Sachen kümmern, die man wirklich kann verändern kann, konkret, wo eben ein eigenes Unternehmen führen und so weiter, wo man etwas gestalten kann. Dann ist Corona gekommen, und dann habe ich gemerkt, man kann dem Mist immer ausweichen. Jetzt haben wir das ja auch gemacht, mit dir zusammen, jetzt von Anfang an, sind wir da auf dem 6-Leuten-Platz gewesen und haben, weiß ich was, alles jetzt gemeinsam erlebt. Aber jetzt ist ja eine Phase da, wo zumindest vorübergehend, wir können nachher darüber reden, was noch alles kommen wird und so, aber vorübergehend sind, ist das Leben wieder einigermaßen normal, vordergründig in der Schweiz. Wir sind wieder, an dem Punkt angekommen, wo einfach Politiker uns bestellen und wo das Geld von den Haufen verteilt wird. Aber wir können wieder ins Schwimmbad gehen, wir können wieder uns ins Fitnesscenter stärken, wir sind nicht mehr diskriminiert, wir werden nicht mehr dauernd attackiert. Es ist einigermaßen normal. Und jetzt ist meine Frage, jetzt, wo es einigermaßen also normal läuft, findest du nicht auch, dass der ganze Aufwand für den Widerstand, gerade im Anbetracht dessen, dass sehr viel vom Widerstand auch nicht mehr da sind, die auch sagen, viele schauen jetzt das Video noch, aber sonst eigentlich wieder das Leben führen, viele schauen nicht mehr die Videos wahrscheinlich, dass ich muss sagen, jetzt geht es wieder um mein eigenes Leben, man lebt nur einmal, ich bin, wie alt bist du, 70 oder so? Oder? Jetzt habe ich noch 20. 50 Jahre, 72, 73, da heisst es noch 20 Jahre vor dir, du bist fit, einigermaßen 15, 20 Jahre richtig gesunde Jahre vor dir, wenn du Glück hast. Und willst du jetzt da wirklich die nächsten 15 Jahre mit der Verfassung in der Hand rumlaufen? Gibt es da Sachen, wo du musst sagen, es gibt noch wichtigere Sachen, wirklich menschliche Freundschaften, Beziehungen,
Tier vielleicht, wenn du gerne Tier hast und so weiter, statt dich da aufreiben an einem Kampf gegen einen Koloss, wo wir wissen, das System wird uns überleben. Und das ist nicht etwas, was man am Schluss richtig gewinnen kann. Selbst wenn man vordergründig gewinnt, wird wieder ein System sich einfach so wieder verändern, dass spätestens in ein paar Jahrzehnten auch wieder alles schief steht. Oder? Und meine Frage ist, hast du den Gedanken gemacht? Oder bist du wirklich bereit, jetzt die nächsten 15 Jahre auch noch die Verfassung in die Luft zu heben? Wenn es muss sein, dann machen wir das. Es muss ja nicht sein. Ja. Du kannst etwas anderes machen. Gar nicht sein. Es muss gar nicht sein. Aber ich kann nicht zuschauen. Und das ist eben mit dieser Normalität. Ja, das ist vordergründig. Sieht das nach Normalität aus? Aber wenn man mit der ganzen Erfahrung, die ich jetzt halt bei mir gespeichert habe, wenn ich sehe, was abläuft, wie hinterhältig dass das läuft. Und wenn wir da gerade wieder in die nächsten Probleme hineingeritten werden, dann kann man dem nicht zuschauen. Und das wird den Menschen vorgegaukelt, dass wir eine Normalität haben. Und ich meine, es ist, dass mit den Massnahmen, die gewesen sind, reden wir jetzt nicht von der Arena vom letzten Freitag, was ich dort wieder schnell auszugsweise gehört habe. Das ist ja wahnsinnig, was die für eine Einbildung haben, dass sie es richtig gemacht haben, die Politiker. Das ist ja unglaublich. Und sie haben es aber zum Teil wirklich, glauben sie das. Und nachher wiederholt sich doch das blitzschnell. Also auch mit dem Covid-19-Gesetz, das man jetzt zum dritten Mal zur Abstimmung bringt, wo grundsätzlich ja gar nie hätte dürfen auf den Weg gebracht werden, weil es komplett verfassungswidrig ist. Wir sind uns ja einig, also ich weiß nicht, ob wir uns einig sind, aber ich habe herausgefunden, wir sind für Idioten umzingelt. Wenn du für Idioten umzingelt bist, dann wird die Demokratie zur Tyrannei, oder? Ja. Und ich glaube jetzt einfach nicht, ich probiere mit dem Strick TV aufzuklären und so weiter, aber ich habe nicht realistisch erwartet, dass es in den nächsten Jahren irgendwie wird wenden. Also wenn die ihre Agenda 2030 und durchspielen, bis 2030 haben das locker an mit der Blödheit der Leute. Nein, es ist ein zwingendes Bedürfnis da, dass sich etwas ändert, weil die Menschheit dreht ja durch. Also die Menschheit hat sich stark verändert. Ich sehe nicht mehr die Normalität, die man noch vorher hatte. Also nur schon von vor Corona, wo es vieles schon tragisch gelaufen ist in der Entwicklung. Wenn man denkt an den Lehrplan 21, wo da in Kinder werden manipuliert in eine andere Richtung und auf eine üble Art, und das ist schon lange voraus geplant gewesen und mit Schulversuchen eingeleitet worden. Und das geht immer weiter. Ich meine, jetzt haben wir Gender-Tage. Also bitte, ich sehe immer noch, mich kann man als Hinterwäldernis bezeichnen, aber ich sehe es sowohl in der Realität wie natürlich auch im Recht, dass es Mann und Frau gibt und dass die Natur bringt das in der Fortpflanzung, in allem zusammen. Und dann machen die Gender-Tage, das tut doch das Kind verunsichern. Aber Verfassung, ihre Rechte tut man mit ihnen nicht durchnehmen. Ich habe dort die Schulpräsidentin in Steven gefragt, wo dort auf dem Platz war, umzingelt von Polizisten beschützt, ob sie das in der Ordnung findet, dass man jetzt sonnige Schulstoff reinbringe und ob sie dann die Verfassung oder Stadtverfassung zum Beispiel. Und dann sagt sie, ja, wir haben die Verfassung auch durchgenommen. Und vielleicht das glaube ich nicht. Ja, vielleicht stimmt es. Aber dann, wenn sie die Verfassung durchgenommen haben, das widerspricht sich ja schon selber, dann dürfte doch so etwas nicht... Also dürfte so eine Entgleisung nicht passieren, dass man Kinder in so etwas hineinbringt. Also nochmal, von mir aus kann jeder Mensch leben, wie er will. Ich kenne ganz viele Menschen, die anders sind, als man jetzt sich Gesellschaft grundsätzlich vorstellt oder wenn es als Normalität bezeichnet, wenn es um Fortpflanzung geht. Aber die sind zurückgezogen und die stören sich, die schämen sich an der Entwicklung, die es jetzt nimmt. Weil das nicht alle, aber auch. Es gibt ja gerade interviewt. Aber ich muss schon sagen, wenn der Linke, wenn sie überhaupt noch auf Links reden, der Woke-Standpunkt einnehmen, dann ist es natürlich, oder auch ich finde natürlich auch, dass natürlich das gute Recht ist für die Eltern, ihre Kinder so zu erziehen, wie sie es selbst für richtig halten. Wenn sie finden, sie wollen dort gehen, sich mit erwachsenen Männern, die als Frauen rumlaufen, sich verkleiden gehen, sagen sie, dass es im rechtsstaatlichen Rahmen abgeht,
abspielt. Sie dürfen Scientologen sein oder Zeuge Jehovas oder Katholiken oder sonst irgendeine Religion frönen. Sie dürfen der Woke-Religion frönen und ihre Kinder mit reinziehen. Ja, natürlich, wenn das im Familienbereich stattfindet, absolut. Wir haben Meinungsfreiheit, wir haben Glaubensfreiheit, wir haben das alles, es ist alles gegeben. Aber wenn wir es dann nachher irgendwann Gesellschaft in eine Geiselhaft nimmt, dass das eigentlich der Standard werden sollte, dann widerspricht es eindeutig im Recht und auch der Natur. Man kann das nicht, eine Minderheit kann sich nicht über die Mehrheit erheben. Das mit etwas, wo naturwissenschaftlich nicht verhebt, oder? Gut, das ist ein schwierig jetzt zu sagen, Minderheit also Mehrheit erheben. Sind es überhaupt Minderheit im Moment? Also die Institutionen, die Politik, Juristerei und Akademie und Schulen, die sind in der Mehrheit, Massenmedien, oder? Sind gegen uns, oder? Das kannst du so sehen. Aber, also ich bin nur der Advokat aus Diablo. Ja, ich möchte wirklich die besten Argumente hören für dich, oder? Aber sie sind als Recht gebunden. Sie sind als Recht gebunden. Ja, aber so ein Gender-Tag ist nicht illegal. Es ist nicht so, dass sie sich strafbar machen mit dem. Aber es ist einfach vom Schulstoff eine falsche Gewichtung. Verbrechen. Die armen Jugendlichen, die können nicht mehr rechnen, sie können nicht mehr schreiben. Korrekt. Meine Generation auch. Ich höre im Umfeld immer die heutige Jugend. Hey, den Satz habe ich gehört, seit ich 4 bin. Die heutige Jugend. Was kommt aus raus? Recht anständige Typen. Ich bin Regisseur auch, tipptopp, oder? Ja, also, das ist zweifellos. Aber ich hatte wahrscheinlich auch noch ein bisschen eine andere Ausbildung gehabt, als jetzt heute. Wir reden ja auch mit den... Wir haben immer noch Gruppierungen, wo wir da jeden Monat zusammenkommen und über so Sachen reden, auch über Bildung. Und wir haben Inputs auch von der Lehrlingsbildung, also Lehrlingsausbildung. Die haben wirklich riesige Mühe. Und ich frage dort immer wieder in verschiedenen Berufen. Und da tut man dem Kind keinen Dienst und auch der Gesellschaft tut man keinen Dienst, wenn man es jetzt von den Grundfächern die nicht mehr sauber macht und dafür alles andere noch reinbringt, wo jetzt wirklich neuartig ist. Jetzt reden wir vom obligatorischen Schulunterricht, wo die Indoktrination keinen Platz hat. Aber grundsätzlich, wenn halt dann die Eltern neben der Schule die Leute da, die Kinder halt da in welche Bibliotheken schmuggelt oder reinbringt, reinzieht, was nachher können erwachsene Männer anschauen, wie sie sich umziehen, ist das wahrscheinlich, es ist doch irre und es ist doof und so, aber es ist am Schluss ein Recht, auch irre und doofe Sachen zu machen mit den Kindern, oder? Das hat Grenzen. Das hat ja, aber die Grenze ist im Rechtsstaat und der Gender Day oder so. Also Stefan ist grenzwertig, sage ich mal, aber jetzt der Bibliothekstag dort in Oerlikon, ich berichtet habe, der ist in dem Sinne nicht illegal. Es ist einfach völlig lächerlich, oder? Ja, also und schädlich. Da können wir vielleicht sogar nicht mal auf einen Nenner miteinander. Ich habe so Sachen auch schon länger zugeschaut und mir Gedanken gemacht. Und ich finde einfach, dass wenn Kinder mal 18 sind und sich für irgendetwas entscheiden und auch wenn das vorher schon, wenn sie das Gefühl hätten, dass sie jetzt sich in eine andere Richtung bewegen, muss man das nicht unterdrücken. Soll man das als Eltern laufen lassen, wenn es eben nicht jetzt lebensbedrohlich ist oder gefährdet. Das ist deine private Meinung, du das Recht hast, mit deinen Kindern entsprechend umzugehen, aber andere Eltern haben andere. Also was haben wir denn CRISP, wo einschreitet? CRISP müsste einschreiten. Nein, ich sage nur. Aber wenn du jetzt sagst, die Freiheit... Irgendwo wirkt dort der Staat dagegen, bei gewissen Orten. Wenn der Staat das Gefühl hat, die Eltern oder jetzt Alleinerziehende oder so vor allem, die tun das nicht korrekt machen nach den gesellschaftlichen Vorgaben oder wie das die staatlichen Organe gerne würden sehen. Wenn sie jetzt vielleicht auch noch mit den Kindern in den Wald gehen und weiss ich was, alles Mögliche machen, aber wenn sie irgendwo einen Tolken finden oder einen Fleugenschiss, der jetzt ihnen nicht passt,
dann kommen die schnell mal in Aktion. Und, gut, das ist ein anderes Thema. Dass die Case schlechte Arbeit oder gute Arbeit ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt beim Gender Day bleiben, dass eben da Kinder können zeigen, wie sich erwachsene Männer umziehen und dann noch ein bisschen lustig aussehen oder ein bisschen gefürchtig aussehen, was auch immer. Das ist am Schluss ja das Entscheidungsrecht der Eltern. Und ja. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber wer sind wir, zum anderen Eltern vorschreiben, wie sie mit ihren eigenen Kindern sollen umgehen? Ja, aber das kommt von den schulischen Institutionen aus praktisch. Oder auch wenn jetzt die Bibliothek, die ist ja auch staatlich gefördert, die nimmt auch staatliche Aufgaben wahr. Und darum muss man jetzt sehr subtil umgehen mit solchen Sachen, dass man meint, man will den Kind auf etwas hinweisen, dass sie mehr Möglichkeiten nachher im Leben haben, dass sie selbstständig denkende Menschen werden und eigenverantwortliche Menschen und dann mit solchen Sachen eher verunsichert, sehr wahrscheinlich, ob sie jetzt überhaupt auf der richtigen Seite sind, wenn die Mädchen Röcke und Buben Hosen anhaben. Eine Transfrau hat sie auf dem Platz gesagt, es ist auf unserer Seite, wenn man so will, und sie hat gesagt, man soll in ihr einfach mal jemanden erklären, was der Sinn ist, dass man 3-, 4-, 5-jährige Kinder in dieser Situation aussetzt. Was ist der Sinn? Oder? Und da gibt es ja keinen richtigen Sinn, so etwas zu machen. Ja. Das kommt dann ja gar nicht in den Sinn, was das soll an dem intelligent sein oder fördernswürdig. Eben. Das ist ja eine riesige Irritation, die auf das Kind einwirkt. Oder? Aber ich glaube, mit dem können wir es mal beenden, weil das ist ein heikles Thema. Das nächste Thema. Es gibt noch ganz viele wichtige Sachen eigentlich. Dann sagen wir das nächste wichtige Thema. Agenda 2030, oder? Ja. Wegen der Flucht hast du noch wissen da. Aber gestern habe ich ja einen Behördenmarathon mitgemacht. Eben, ich wäre fast nicht da gewesen heute. Also ich habe gestern 2 Vorladungen gehabt, bei der Polizei, bei der Schweiz, Kantonspolizei Schweiz und beim Betreibungsamt. Und ich muss es so sagen, ich habe natürlich viel, bei mir bleiben viele Briefe liegen, wo ich in letzter Zeit einfach an die Grenzen gekommen bin. Bist du ein Mensch-Person-Typ? Nein. Nein, gar nicht. Okay. Gar nicht. Nein, das bringt uns nicht weiter. Das kann auch wieder, aber du hast trotzdem Post liegen lassen, weil... Es hat schon natürlich einiges an der Post. Also ja, wir können, was du jetzt vielleicht ansprichst, das ist der amtliche Name. Das spricht gar nicht da. Ja, sind nur okay. Wunder, wieso du Post nicht aufmachst. Ja, es ist einfach zu viel geworden. Ich habe so viel mich gewehrt gegen Sachen, die nicht in der Ordnung waren, wo ich falsch behandelt worden sind, also falsch behandelt worden bin, wo ich Strafbefehle bekomme und so Sachen. Und das ist irgendwann, und da habe ich Einsprache gemacht, Beschwerde, bin vor Gericht gewesen, regelmäßig verurteilt worden und so weitergezogen. Ich habe nächtelang eben so Beschwerden geschrieben, so Einsprachen und Beschwerden und Plädoyer und alles so Sachen. Und immer kommt man eins auf den Deckel über. Und irgendwo hat man einfach mal einen gewissen Hänger, wo man halt gewisse Briefe nicht mehr aufmacht. Und kann ich auch nicht empfehlen. Nein, das ist auch Leute, die Schulden haben. Machen die hohen Rechnungen auf, schauen sie an, tun sie verwalten, auch wenn es schlimm ist. Ja, unbedingt. Unbedingt, das muss ich auch sagen. Und, aber eben... Die Energie hat einfach gefehlt für das. Denn ich habe noch einen Haufen anderes gehabt, aber für das hat die Energie jetzt echt einmal gefehlt gehabt. Und und dann sind natürlich die Briefe liegen geblieben. Auch die Fortsetzungen sind zum Teil liegen geblieben. Ich habe die nach dem Zufallsprinzip die aufgemacht. Und da bin ich halt auch mit dem Betreibungsamt immer mehr in Kontakt gekommen und habe auch dort gesehen, dass es nicht korrekt läuft. Und überall, wo ich die Briefe aufmachte, wo ich habe, egal in welcher Richtung, hat man halt immer wieder Sachen gesehen, die nicht in der Ordnung waren. Und die Ohnmacht müssen
erleben, nach all dem, wo man schon gekämpft hat, dass man wirklich nicht ans Ziel kommt. Und man hat wirklich keine Strategie gehabt. Du bist einfach wie eine Lawine überrollt worden von dem Zug. Das kann man sagen. Es waren natürlich so viele Verfahren gewesen. Ich habe ja in wie viel? Etwa 6 Kantonen habe ich einen Strafbefehl gehabt. Und mit allem drum und dran, was dann ist, wenn man dann Einsprache macht und so weiter. Ich bin ja nie stille Kämmerli und dann hat er mal irgendwie das versucht aufzuschaffen, sondern ich bin auch immer wieder raus und da ist immer wieder Frisches dazugekommen, weil ich dem auch nicht können zuschauen konnte. Ich kann einfach müssen raus, oder? Und dort bin ich natürlich jetzt in etwas hineingelaufen, wo ich natürlich eben biegenweise Post habe und wo mich halt dann die Polizei besucht, schlussendlich halt eine Vorladung schickt. Und dort muss ich sagen, dort hat die Schweizer Polizei sehr gut gemacht. Sie kennen mich, dass ich kein Gefährlicher bin, dass ich für die Gesellschaft nicht gefährlich bin. Also behandeln sie mich korrekt behandeln grundsätzlich, was das Menschliche betrifft. Ich muss das klar definieren. Und haben mir auch über ein SMS geschickt, haben mir angerufen, WhatsApp geschickt und so. Wenn sie dann gemerkt haben, dass ich auf Briefe nicht reagiert habe, und haben das können. Und ich bin dann auch gegangen, wenn sie mich da bestellt haben. Aber gestern hatte ich jetzt einfach 2 spezielle Vorladungen gehabt, es war ja dort der Fall gewesen. Ich bin in Burgdorf, hätte ich sollen ins Gefängnis. Habe ich die Vorladung gehabt, in Burgdorf vor ein paar Wochen ins Gefängnis zu gehen. Und das ist dann verschoben worden, Erik, oder was ist Nein, das war in Luzern gewesen, beim Roland Bauer, wo es verschoben worden ist. Okay. Bei mir, genau. Ich habe ultimativ dann, es ist bei mir bei einer Bus, um einen Bus gegangen von 100 Franken und dann, wenn ich die nicht zahle, dann ins Gefängnis, oder? Und ich habe natürlich dort in Bern auf die... Ein Tag ins Gefängnis, von morgen 9 bis Abend 6 oder so etwas. Nein, ein Tag ist 24 Stunden. Ah, dann musst du von Mitternacht eintreffen. Und ja, das sagen sie dir ganz genau, wenn du eintreffen musst, nämlich am Morgen um 9 oder um 10. Und dann musst du bis am nächsten Morgen 9, 10 bleiben. Ja. Aber das ist nicht einfach nur eintreten und freundlich empfangen und Zimmerzuweisung wie im Hotel. Und nachher nicht? Wer weiss das? Ja, ich bin ja zu Luzern, habe ich das miterlebt, zu Ebiken bei der Schule, wo ich Verfassungen verteilt habe. Und ich mit der Verfassung vor der Schule stehe. Und du bist in U-Haft gekommen, das ist etwas anderes, oder? Ja, in U-Haft, nein, das ist auch keine U-Haft. Also in meinen Augen ist es keine U-Haft. Aber ich meine, das ist nicht vergleichbar, wie wenn du eine Gefängnisstrafe antrittst, einfach normal. Du bist nicht aus dem Verkehr gezogen, damit nicht... Kannst du zurück an den Ort gehen und dich drängen? Nein, das ist die ganze forensische Eintrittsuntersuchung habe ich dort mitgemacht. Okay. Mit Mugshot, mit Fotos. Mit allem von 5 Seiten, 5 Profilierungsseiten fotografieren. Alle Fingerabdrücke. Von 5 Seiten? Von 5 Seiten. Also von oben ab auch noch, oder wie? Nein, mit 45 Grad noch. Aha, okay. Also 90 Grad und 45 Grad. Und das sind 5 Seiten mit der Front. Hast du die Fotos überkommen zum Anschauen? Nein, kommst du nicht. Ist doch besser, in den Bahnhofsautomat gehen. Ist ein bisschen weniger aufwendig, zum Fotos überkommen. Klar, ja, wir dürfen ja etwas lachen über so etwas. Nein, natürlich nicht. Das ist ja immer eine einseitige Sache, wenn die Behörden so etwas machen. Sie fühlen sich da so wichtig, oder? Und überlegen in den Menschen, die sie eigentlich schützen wollen. Und dann nachher mit all diesen Fingerabdrücken, Handabdrücken in der Hand, hat so viel Stellen, gar nicht gewusst, dass so viele Stellen haben in der Hand, wo ich musste stempeln. Und nachher im Gefängnis nackt ausziehen. Das ist irgendwann, hört es auf. Es geht weit gegen die Würde. Und so etwas brauche ich nicht. Und vor allem nicht, wenn sie mir so Sachen vorwerfen, dass ich, zu Bern ist es um den Vorwurf gegangen jetzt, ich habe eine nicht bewilligte Demo organisiert. Und ich habe noch nie in meinem Leben eine Demo organisiert.
wo man es als solches hätte können bezeichnen. Ich habe schon Versammlungen organisiert, aber ich habe noch nie eine Demo oder eine Kundgebung organisiert. Ich bin wohl dort angegangen, weil ich das Bedürfnis hatte, dass wenn ich auf unser Grundrecht hinweise, dass das vor allem am besten ist, da muss ich nicht in den Wald rausgehen und die Bäume aufklären, sondern da gehe ich halt dort an, wo ich vermute, dass es Leute hat. Und das ist halt dort, wo man sieht, dass sich die Leute treffen oder Kundgebungen ausgeschrieben sind oder so. Und in Bern ist es dort darum gegangen, dass um den Start gegangen ist von der Bargeldinitiative. Dort hat die Freiheitliche Bewegung Schweiz hat dort eine Medienkonferenz gehabt und nachher im Bundesmedienzentrum. Und dann ist dort, ist das auch von denen aus noch ein bisschen wahrscheinlich der Input gekommen, dass wir noch dort richtig starten können. Und wir sind dann dort Was für ein Input gekommen? Entschuldigung, dass man gerade mit der Unterschriftensammlung gerade nach der Medienkonferenz anfängt. Mhm. Weil die haben Medienkonferenz hat das vorgestellt, die Bargeldinitiative, und dass man nachher gerade mit der Unterschriftensammlung anfängt und mit den Bögen holt dort an dem Ort und nachher gerade Unterschriften sammeln. Und darum haben wir uns am Kornhausplatz getroffen und sind zum Bundesplatz gelaufen, hat ein paar Trichler dabei gehabt. Und wie wir oft durch Bern gezogen sind, haben wir dort eine Route, die wir noch schnell mit der Polizei besprochen haben, haben wir dann gemacht, oder? In Absprache mit der Polizei. Und nachher auf dem Bundesplatz haben wir die Unterschriftenbögen in Empfang genommen. Und der Richard Koller als Präsident von dem Komitee hat dort schnell etwas ins Megafon gesagt, erklärt für die Unterschriftensammlung. Und als ich dort gestanden bin, mit der Schweizer Fahne, mit der Verfassung, mit dem Shirt, dann habe ich dann bei ihm noch etwas ergänzt, dann schnell mit dem Megafon, auch informativ. Und nachher haben uns Polizisten eine Personenkontrolle gemacht, und das hat sich damit eine ganz normale Personenkontrolle vom Richard Koller und von mir, und nachher sind wir dann wieder mit den Unterschriftenbögen sind wir nachher wieder zurückgelaufen in den Kornhausplatz und haben bereits schon Unterschriften gesammelt, was irgendwo gegangen ist, und dann haben wir das wieder aufgelöst und dann ist das... Und da war schon etwas strafbar gewesen, nach Meinung von... Nachher habe ich einen Strafbefehl bekommen, wegen Organisation von einer nicht bewilligten Kundgebung. Und dann habe ich halt dort... Also ich nehme an jetzt, dass ich Einsprache gemacht habe, dass ich den nicht akzeptiert habe. Und dann ist vielleicht nimmst möglich... an? Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Ich habe so viele Fälle. Wie viele Fälle hast du denn? 10? Ja, jetzt mit dieser Corona, dem ganzen Corona-Narrativ, ich sage jetzt das so, weil das nie bewiesen worden ist. Für eine Lüge-Pandemie. Genau. Und die Fälle, weißt du, jeder Fall, das braucht so viel mit den Einsprachen, mit den Gerichtsfällen und all dem. Das beschäftigt aber dann, einen. Aber wenn der Polizist sagt, hast du dich verrennt, ich meine, politisch hast du ja nicht verrennt, aber juristisch muss man schon sagen, dann ist irgendwie schon, das frisst dich dann am Schluss auf, und ich sehe nicht ganz den Sinn so etwas dann noch, weißt du. Ja, wir dürfen das nicht dulden. Es geht jetzt, sie machen eine formalistische Juristerei. Meinetwegen darfst du das nicht dulden, das verstehe ich. Also du kannst das nicht, du bist aufrecht und so weiter und so. Aber wenn du das strategisch anschaust, wenn du effizient sein willst für den Widerstand,
Oder? Das ist etwas, was wir alle gerne hier mal besprochen haben. Dann ist ja das nicht der Weg, oder? Weil am Schluss zerreibst du dich und machst dich völlig kaputt. Am Schluss hast du mit, als Velofahrer mit 78 einen Herzinfarkt. Ja, wir sind nicht organisiert. Wir sind nicht ein organisierter Widerstand. Mhm. Und ich bin kein Widerstand. Mhm. Ich bin nicht einmal im Widerstand. Ich bin in der Verteidigung von der verfassungsmäßigen Ordnung. Und dort muss man jetzt natürlich auch noch den Wert von der Verfassung kennen, den Wert von der Grundrechte kennen und die Strafbarkeit, wenn man gegen die Verfassung wirkt. Also wir haben den Strafgesetz Artikel 275 und der besagt, dass wer die verfassungsmäßige Ordnung stört, angreift oder ändert, kann mit bis 5 Jahren Gefängnis bestraft werden. Also ich mache nichts anderes, als die verfassungsmäßige Ordnung unterstützen und die zu verteidigen. Und das ist nicht Widerstand. Im Widerstand sind dann ist die halt Behörden... Dann ist es halt Don Quixote gegen die Windmühle. Oder? Ja, aber ich meine... Wenn man das laufen lässt, das geht auch nicht. Und ich meine, das Recht braucht keine Taktik. Albrecht, das ganz klar ist, ich tue nur Gegenargumentieren. Ich sehe nicht, so toll finde, was du machst. Aber jetzt rein so, wenn ich überlege, das ist jetzt wirklich einfach strategisch. Was macht das mit dir am Schluss? Was ist der Nutzen? Oder du sagst einfach, ich mache einfach, wie es richtig ist. Nicht alle Gagneux oder antrieben vom Idealismus, geht da Flyer verteilen und will dann Milliardäre irgendwelche Flyer in die Hand drucken. Nach meiner Meinung ein absolut nutzloser Widerstand. Und er hat gesagt, ihm kommt es nicht darauf an, ob es nutzlos ist. Und er will einfach das Richtige machen. Das ist immer bei dir so ein bisschen ähnlich zu sein, dass du einfach das Richtige machen willst. Aber am Schluss, weil das Richtige nützt, außer dass es dein Leben versaut, oder nützt es etwas? Also, weißt du, fast. Es nützt sehr viel. Mhm. Es nützt sehr viel. Zum Beispiel, komme ich Inputs über und wo sich die Menschen bei mir bedanken. Und ich würde es aber auch sonst weitermachen, weil ich überzeugt bin davon. Und weil ich sehe, was da abläuft. Schau mal, wir haben den weltbesten direktdemokratischen Rechtsstaat. Direktdemokratisch. Also das Volk, die Menschen sind Teil vom Souverän, vom Volkssouverän. Jeden Einzelnen. Und das ist ganz genau beschrieben. Und alle, die staatliche Aufgaben wahrnehmen, respektive die in der Verantwortung zuvorderst sind, die müssen den Amtseid leisten auf Verfassung und Gesetz. Also es ist alles geregelt und das ist Gesetz, der Amtseid. Mhm. Und das ist die absolute Voraussetzung, damit jemand in unserem Namen kann wirken und irgendwelche Entscheidungen treffen und uns und Anordnungen treffen, um uns unter Umständen auch mit den Grundrechten einschränken und solche Sachen. Oder weil er das Gefühl hat, mir irgendetwas falsch gemacht und so. Aber eben, wenn ich mit der Verfassung durch Bern laufe, dann ist das keine Demonstration. Dass man auf die verfassungsmäßige Ordnung aufmerksam macht und die auch verteidigen tut. Und ich meine, was haben wir? Wir haben mittlerweile jetzt mit solchen Sachen beholfen. Also, dass man sie sieht, dass sie nicht übersehbar ist. Es geht um das. Das ist unser rechtlicher Rahmen. Und die Behörden sind mit dem Amtseid an die Verfassung gebunden. Das ist ja das, darum ist das T-Shirt entstanden, das ich seit... bald 10 Jahre damit rumlaufen, in ganz vielen politischen und behördlichen Veranstaltungen und auch auf den Ämtern, bis ins Bundeshaus überall. Und was machen sie, statt dass sie eben den Amtseid einhalten, tun sie sich in dem widmen. Sie haben das hier, das haben sie. Das steht in Konkurrenz zur Verfassung. Das ist ein nachhaltiges Entwicklungsziel. Ja. Vom WEF, oder ist das UNO, glaube ich? Ja, das ist UNO. Das ist UNO und das Und du wolltest das so sagen, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Wenn man das so oberflächlich liest, als jemand am Mainstream glaubt, dann klingt alles wahnsinnig sinnvoll. Oder kein Hunger, keine Armut, hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit, Bezahlung, blablabla. Also es klingt alles gut. Nur ist es so, dass man jeden einzelnen Punkt von dem kann verwenden kann, um die Menschheit komplett zu unterdrücken. Da kann man so zusammenfassen, das ist so, oder? Das ist so, ja. Mhm. Das ist sehr gut definiert. Und da kann sich jeder, soll sich bitte jeder mal informieren. Und das Frucki ist ja, dass das Programm schon seit 30 Jahren läuft. Also es hat irgendjemand, ich habe das noch nicht jetzt genau recherchiert, aber irgendjemand ist da an der Klimakonferenz 1992 in Rio gewesen und hat dort für die Schweiz unterschrieben.
das für nachhaltige Entwicklung. Und dann sind eben solche Sachen daraus entstanden. Und ich weiss nicht, wie demokratisch dass das abgesegnet war, dass man so etwas mitmacht, so etwas unterschrieben hat. Weil die Schweiz ist ja immer an die Verfassung, an die Neutralität und an die Souveränität gebunden. Und das ist immer heikel. Gut, Neutralität ist ja nicht absolut. Das heisst nicht, dass sie nicht keine Verträge eingehen mit anderen Staaten, bilateral oder... Das können sie machen, aber es muss eben wirklich dann in Treu und Glauben verheben und das auch durchgeführt aber werden. Aber da sind wir wieder völlig subjektiv. Nein, das ist, gibt's nicht so objektive Kriterien. Da kann man verschiedene Meinungen haben. Was über UNO-Mitgliedschaft ist ja schon nicht mehr wirklich neutralitätskonform und trotzdem haben wir ja die Bevölkerung gefunden, wir wollen beim Verein dabei sein. Wenn die UNO-Mitgliedschaft und die Mitgliedschaft in den internationalen Organisationen, wenn sie das halten, was sie versprechen, das geht auch, das ist das Gleiche auch mit der Verfassung, oder respektive mit den Behörden, mit den Entscheidungsträgern, wo man in die Ämter wählt. Wenn die den Amtseid auch ernst nehmen und nachher ihre Pflichten getreu von Verfassung und Gesetz erfüllen, dann nachher ist das okay. Aber sobald sie von dem abweichen und all die internationalen Organisationen, wenn sie von den Grundsätzen, die sie vorgaukeln, abweichen und nachher ganz etwas anderes daraus entsteht, dann widerspricht das massiv in Treu und Glauben. Mhm. Da müssen wir nicht mehr über das Pünktli und das Komma reden, sondern da geht es wirklich um entscheidende Sachen. Mhm. Und das dürfen wir nicht unterstützen. Und da haben wir so viel erlebt jetzt. Also es hat sich immer mehr, also der Staat, der Schweizer, oder Behörden, sagen wir es so, Behörden haben in den letzten 30 Jahren Strukturen entwickelt im Staat drin. Sie haben einen Staat im Staat drin gemacht. Sie haben wirklich Strukturen entwickelt, wo man in fremden Interesse von oben ab zentralistisch wirkt, in Kantonssouveränität, in die Gemeindeautonomie, in die menschlichen Grundrechte, mit dieser Vorgabe. Ich meine, wir haben ja das Abstruse, das wir ja erlebt haben dort. Du kannst dich auch noch erinnern, was wir in Bern ganz viele Sachen erlebt haben, wo wir uns erlaubt haben, die Spontan-Demos an einem Donnerstag zu machen, wegen diesen neuen Entscheiden vom Bundesrat jeweils oder auch Nicht-Entscheiden, wo man Entscheiden erwartet hat, sind wir praktisch jeden Donnerstag sind wir auf Bern rauf. Dort haben die Spontan-Demo gemacht, die erlaubt war nach dem Reglement von der Berner Stadtbehörde. Und das ist am Anfang noch gut gegangen und länger sie mehr hat sie nachher geheißen, nein, das sei jetzt keine Grundlage für eine Spontan-Demo und so. Schlussendlich haben sie uns dort beschossen mit Wasserwerfer, haben uns eingekesselt, haben uns beschossen mit Gummischrott, grausam. Und wir sind nachher nur noch auf und auf Bern. Wir haben Fernhaltungen gehabt für sozusagen nicht bewilligte Kundgebungen, 7-8 Wochen Fernhalteverfügung und so. Mhm. Und dann sind wir halt gleich auf, einfach ohne Demo-Material, gar nichts. Nur mit dem Gesicht, das sie uns erfasst haben. Und das ist nachher in den Gericht rausgekommen. Wir haben uns schon erfasst, wenn wir in irgendeinem Bahnhof etwas in der Nähe gewesen sind. Überall in diesen Kameras, die da überall sind. Und ich muss es nicht so lange aufheben, sonst geht es noch rein. Weil das ist eben das Bessere auf dieser Seite. Oder? Und eben vielleicht noch die Antwort zu dem hier ist dann eben das hier. Wo wir uns verteidigen mit der verfassungsmäßigen Ordnung, wo die wichtigsten Grundlagen der Verfassung drauf sind. Das sieht man innen. Mit dem laufe ich jetzt auch um. Eben nebst dem zu dem, weil sie eben der Amtszeit nicht eingehalten haben, sondern stattdessen mit dem da operieren. Oder? Und dort sind wir in ein Restaurant gegangen, in eine Gartenwirtschaft. Wir sind das zweite sind wir gewesen. Und danach haben wir noch ein paar andere angetroffen, etwa drei. Und dann sind wir an ein Tischchen gesessen. Und dann kommen nachher noch mehr dazu. Und wir haben schon bestellt, Kaffee getrunken dort. Wir haben bestellt und da sind noch mehr dazu gekommen. Die sind zum Teil gestanden, zum Teil angesessen. Und wir sind natürlich per Gesichtserkennung schon lange im Visier gewesen, oder? Und
irgendeine, wo ich dann dort, ja, das legendäre, wo ich dann... Wann ist denn das gewesen? Sorry, ja, ich will aufs Mal jetzt gerade. Das ist im Herbst, hey, das ist eine gute Frage. Ist das im... Also während Lockdown? Oder? Ja, nein, Maskenpflicht und Zeug, oder wie? Das ist im 2020 gewesen, wahrscheinlich, im Herbst. Okay, und wieso erzählst du die Geschichte? Sorry, dann bist du... Dann sind ja, da. dann haben sie uns wir sind am Bestellen gewesen dort. Mhm. Und dann hat mich der Kellner gefragt, ob ich nochmal einen Kaffee will. Dann ich sagte, ja. Wurde bei den anderen Bestellungen aufgenommen, ich habe schon leer gehabt, ob ich nochmal einen will. Ja. Und dann nachher rief mich nachher, lieber Tee, ich will noch essen. Und dann ruft jemand lieber Tee. Ja, 5 Minuten später ist ein Sturm auf der Gartenwirtschaft und da sind etwa 30 Polizisten um uns herum gestanden, haben uns eingekesselt und haben uns nachher der Personenkontrolle gemacht und wieder eine Fernhaltung gegeben, also Fernhalteverfügung gegeben. Gut, gleichzeitig ist am Bundeshaus die Lichtshow gsi, wo sie amis gemacht haben dort im Herbst, das war Ende Oktober oder im November, das Lichtspektakel am Bundeshaus. Und dort haben sie auch auf dem Boden die Teppiche drauf gehabt, nämlich genau das. Die haben für das haben sie Reklame gemacht am Bundeshaus. Und uns haben sie im Restaurant haben sie uns gestürmt, oder? Sind ja ganz viele Themen durcheinander. Oder ein bisschen. Ich kann nur sagen, ein Psychiater, der im Widerstand auch aktiv ist, der hat mich mal besucht, ganz am Anfang, also im 2020. Und wenn ich sage, ich muss aufpassen, dass ich am Jesus-Syndrom unterliege. Und dann haben sie das zuerst falsch interpretiert. Damit würde ich sagen, man muss aufpassen, dass man sich selber von lauter Zuspruch bekommt von anderen Leuten, quasi verpflichtet fühlt. Und am Schluss dann hängst du am Kreuz angeknagelt. Und dann laufen die Leute dir vorbei und sagen, danke, Albert, dass du für meine Sünde stirbst. Also quasi, das, was ich will sagen ist damit, wenn du Zuspruch bekommst von anderen Leuten, die dich quasi bestärken, die allermeisten Leute von denen, ich tue jetzt einfach mal mutmassen. Die sind nicht so engagiert wie du. Die haben ein normales Leben, sage ich mal. Die kümmern sich um ihre Hobbys, kümmern, um ihre Familie kümmern. Die gehen arbeiten. Und du reibst dich da auf eine Art, dass ich auch mal sagen muss, ich finde es bewundernswert. Also ich würde es nicht so, würde ich es nicht machen, dass ich das so kaputt mache, dass ich die Briefe nicht mehr aufmache. Am Schluss eben Betreibungen und all der Mist. Das ist etwas, was auch wo dann auch irgendwie sagen, wo ich wirklich darüber hinterfrage, ist da Nutzen-Kosten-Balance noch auch nur annähernd gegeben? Und das ist eine Frage an dich, das wird nicht bewertet. Du glaubst ja anscheinend schon, sonst würdest du es nicht machen. Und wieso glaubst du, ist die Kosten-Nutzen-Balance in deinem Fall gegeben, statt, wieso tust du nicht einfach, sag ich mal, das Leben noch ein bisschen geniessen, solange man noch kommt, bevor der nächste Wahnsinn über uns hineinbricht. Du bist ja voll im Film, oder? Ja, der Kosten-Nutzen, das passt im Moment gar nicht. Mhm. Also im Moment sind es vor allem Kosten. Und den Nutzen spüre ich natürlich schon. Also nicht jetzt die Menschen, die mir zusprechen, sondern ich beobachte auch, was abläuft, was mit den Leuten vorgeht. Und so, dass ein Nutzen ist schon da. Und vor allem, wohin will ich, dass ich überhaupt nichts mehr mitbekomme von dem Ganzen. Wenn ich jetzt eben sehe, was da abläuft, und wie gesagt, wir haben nicht Normalität jetzt. Wir haben nur, sie haben uns die schlimmsten Entwürdigungen wie Masken und eben das Zertifikat das darf man nicht vergessen, das Sachen, vergessen wir auch nicht, oder? Die riesen Verbrechen, die es an uns begangen hat. Ja, oder? Die haben sie jetzt mal zurückgenommen. Aber das ist nur Standby. Sie reden ja schon wieder von Masken. In gewissen Häusern, Institutionen haben sie ja schon wieder Masken wieder eingeführt. Also in Altersheimbereichen und so Sachen. Haben sie es schon wieder eingeführt, weil irgendein Leiter wahrscheinlich das Gefühl hat, mehr geglaubt hat als andere. Und dort, das ist wirklich, das ist ein gefährlicher Frieden,
wo wir jetzt sind, mit diesen Behörden. Weil, und man hat es auch wieder gesehen, die Angst, die ja da vorgespielt wird, dort in der Arena von diesen eingefleischten Befürwortern von diesen Massnahmen. Total irre. Also ich meine, aber die Leute, wenn man den Josic gehört hat, ja, ist, oder? Also, zum Brüllen das ist ja wahnsinnig. Also, wenn man weiss, dass solche Volksvertreter haben wir, die noch vereidigt sind, also da muss sich jeder wirklich Gedanken machen. Und da müssen wir, wer soll denn etwas machen, wenn nicht wir? Ich meine, jetzt haben wir einen Staatsstreich, der läuft seit über 3 Jahren. Und es wird keine Anstalten gemacht, den aufzuheben. Es läuft gegen die verfassungsmäßige Ordnung, der ganze Politbetrieb. Der Berner Politbetrieb. Ich meine, wir haben Artikel 148, da ist die Bundesversammlung ist die oberste Macht in Vertretung des Volkes. Und nachher im 169 und 170 ist die Bundesversammlung die oberste Aufsichtsbehörde über den Bundesrat und über die Verwaltung, über alle, über Gericht, über alles. Und was machen sie? Wenn ich höre, was die erzählen, dann sind wir von denen nicht beschützt. Dann müssen wir selber. Dann ist es wirklich, und darum schreibe ich auch immer wieder, Verfassungsschutz ist Bürgerpflicht. Wir sind in der direkten Demokratie. Und wir müssen die Verfassung schützen. Wir müssen unsere Freiheitsrechte schützen. Ich meine, wenn ich mich sage, von den ersten 9 Seiten, auf den ersten 8 Seiten steht 40 Mal frei oder Freiheit. Der Begriff Freiheit wird 40 Mal erwähnt auf den ersten 9 Seiten von der Verfassung. Und das ist eben die Verfassung, unsere Freiheitsrechte. Und Behörden per Amtseid nach Gesetz sind sie verpflichtet, Verfassung und Gesetz einhalten, nach Treu und Glauben, wo eben nicht ein Gummiartikel ist, sondern das kann man ganz genau nachvollziehen, auf verschiedene Arten. Einerseits, was hat der Gesetzgeber gemeint, wo er die Rechte geschrieben hat und die Gesetze, und was löst das in uns aus, auch im menschlichen Bereich. Das ist nicht einfach etwas, wo man kann ich gerade sagen, 360 Grad drehen, um 180 Grad drehen. Das ist, siehst du, es färbt ab, so Zeugs. wenn so hoch dotierte Politiker, die ja irre unterwegs sind, die nicht einmal den Kreis beschreiben können. Das haben von der Baerbock, aber wir bleiben beim Thema. Dann färbt das ab. Und darum müssen wir eigenständig denken. Und da drin ist es, wir haben alle Freiheiten. Und die Behörden, die wichtigste Aufgabe der Behörden ist eben per Amtseid abgesichert, per Amtseidgarantie, sage ich amigs, unsere freiheitlichen Grundrechte zu gewährleisten. Und das ist das Allerwichtigste. Und das haben wir. Das haben wir mit den allgemeinen Bestimmungen. Wo eben mit dem, wenn du die allgemeinen Bestimmungen irgendwo in einem Dings, in einem die AGBs, wenn du irgendetwas willst, an einem Ort mitmachen, dann musst du die AGBs ankreuzeln. Und das haben wir da auch. Sie tun den Amtseid auf die allgemeinen Bestimmungen, Artikel 1 bis 6, und wo natürlich folgend die Grundrechte geschützt sind, mit Artikel 35 und 36 schlussendlich und eben mit dem Amtseid und mit den allgemeinen Bestimmungen. Das ist der Spitzensatz, das ist der oberste Teil von unserer rechtsstaatlichen Ordnung, das Wichtigste. Oder? Und das müssen wir verteidigen. Ich habe mir in so einem Konflikt, einerseits eben, ich bewundere, du machst seit 3 Jahren, das soll die Zuschauer auch verstehen, dass das tun, auch wenn ich jetzt da so kritisch nachfrage. Aber in mir innen, irgendetwas ist mir innen ein Konflikt, dass ich trotzdem finde, wenn du Rechtsparagraph sowieso, es kommt mir fast ein bisschen vor, wie ein sehr überzeugter Christ, der sagt, erstes Buch Mose, Pipapo und Johannes-Evangelium und 3,16 und blablabla. Weißt du, was ich meine? Es ist aus meinetwegen, aus seiner Sicht, jetzt bin ich nicht religiös, da habe ich mehr Schnittpunkte mit dir. Da kann alles stimmen, was du sagst, oder? Aber was bringt es? Was ist der Nutzen, das immer und immer und immer wieder zu sagen und es so oft zu wiederholen, dass man schon offenbar kaum mehr Privatleben hat, nicht mehr, dass man die Energie verliert, die Post öffnet und in den Strudel reingeraten von dieser Beamtenwillkür und von dem hohen
Bullshit. Ich sehe, ja, Work-Life-Balance, ja. Sehr negativ, oder wenn ja, man so will. Nein, oder? Weil ich die Willkür eben nicht akzeptiere, weil ich ja das Wissen habe. Du kannst es anders. Ich kann die Willkür nicht akzeptieren, oder? Und darum mache ich halt die Post nicht auf, ist falsch. Aber du könntest es ändern. Du sagst, der Grund, dass du machst, ja. Ist, du kannst nicht anders. Ja, look, ich bin froh um die Frage, die du vorhin jetzt gestellt hast, oder um den Hinweis. Hat nicht mit, also wir haben die Religionsfreiheit ist gewährleistet. Das hat nichts mit Religion zu tun. Ich werde immer wieder darauf angesprochen. Es vergleicht mich in dem Eifer rein. Du hast völlig recht. Ja. Oder? Ich halte für Verfassung viel. Die Bibel finde ich lustig. Stellenweise, ein paar Seiten sind interessant, aber der Rest nicht. Und da finde ich ja schon alles wichtig. Aber es geht mir um den Eifer dahinter. Weißt du, was nützt das? Immer wieder sagen, Jesus ist auf die Welt gekommen, um für unsere Sünden sterben. Aber wenn es stimmt, was nützt das? Das mache ich ja nicht. Nein, aber du sagst quasi die Verfassung. Und die Leute, hast du das Gefühl, die Leute, die es wollen hören, die haben es schon gehört. Weißt, ich frage das nicht aus einem bösen Platz. Ich frage das von einem warmen Ort im Herzen. Es sind ja wunderbar Stricker-TV. Was soll ich überhaupt noch bringen? Wir haben ja alles schon hundertmal erzählt. Und da frage ich mich einfach, bei mir ist aber die Work-Life Balance geben. Ich bin ein glücklicher Mensch. Und bei dir, ich sage nicht, du bist unglücklich, aber du bist wirklich in den Mühlen der Justiz, oder? Ja. Und du grindest da dich da durch, also wirklich wie auf dem Zahnfleisch, auf dem Beton, oder? Also, ja, ich habe auch sehr viele glückliche Momente im Leben. Die nehme ich mir. Erzähl mal etwas Schönes, was du nimmst. Ausser Waldspaziergang, meine ich. Ja, ich meine, wenn ich jetzt irgendwo an einem schönen Ort Waldspaziergang. Ja, Waldspaziergang zum Beispiel, ja, mache ich auch und treffe Menschen an. Ich bin letzte Mal irgendwo im Aargau, bin ich da durch den Wald spaziert und habe ein Waldhäuschen gesehen und dann irgendwie intuitiv habe ich gedacht, das kommt mir wirklich heimelig vor und ich habe dort irgendwelche Anzeichen gesehen, dass ich denke, das könnte einer sein, der jemand ähnlich denkt, der dort lebt. Da bin ich näher ran. Und dann habe ich gehört, irgendein Saxophon oder etwas hat er gespielt dort drin. Da habe ich gesehen, nachdem ich ins Fenster hineingeschaut, dass jemand hin und her gelaufen ist, eben mit einem Blasinstrument. Und nachher hat er das Häuschen gemacht, schaut raus und dann habe ich die Verfassung aufgehebt. Und dann hat er mich sofort die Tür aufgemacht und reingenommen. Super Gespräch gehabt. Und das ist jetzt einer, der die Weltpolitik in dem Waldhäuschen aus hat die Weltpolitik betrachtet, weniger jetzt mit der Schweizer Politik. Und wir haben uns wunderbar ergänzt. Und ich kann jederzeit wieder dorthin gehen, weiterreden. Oder? Es gibt ja so eine Skala von 1 bis 10, wie glücklich das man ist. Die meisten Leute denken, sie können es nicht überschätzen. Die meinen, sie seien glücklicher, als sie eigentlich sind. Wahrscheinlich so ein evolutionärer Instinkt. Dass jemand sehr unglücklich ist, für das 2 ist, meint er immer noch, sie seien 6. Das gesagt, was glaubst du auf einer Skala von 1 bis 10? Wie glücklich bist du? Bist du glücklicher als vor 3 Jahren? Bist du, wo reist hin? Wenn du eine Zahl müsstest sagen, was würdest du sagen? Ja, also ich meine, innerlich habe ich eine 10. Ja, dann ist ja super, dann ist all meine Befürchtungen, löst sich jetzt gerade die Luft aus. Nein, ich stehe mit beiden Beinen, beiden Füßen auf dem Boden. Und es gibt ja nichts anderes als innerliches Glück, es gibt kein äußerliches Glück. Ja, ich meine, nach außen kommt natürlich, und es ist natürlich auch ein Zerriss zum Teil, oder? Ich meine, ich habe viel Ohnmacht, die ich erlebe, weil wir haben ja eine Gesellschaft. Wir sind in einer Gesellschaft, wir leben nicht allein. Also, und es gibt ja Leute, die würden gerne eine Anarchie haben. Und das ist wieder ein weiteres Fenster, das wir aufmachen können. Das wäre dann die absolute Freiheit, wo einem niemand muss sagen, was man zu tun hat, wo man selber kann entscheiden und selber machen. Aber irgendwo geht halt das nicht so gut, wenn die Bevölkerungsdichte da ist, dann funktioniert das in meinen Augen nicht mehr, weil der Mensch nicht reif ist für die Eigenverantwortung. Schwieriger Satz für einen Demokrat, die Verfassung hochhalten. Nein. Der Mensch ist reif für Eigenverantwortung, das braucht andere Menschen, die ihm die Verantwortung abnehmen. Aber die sind dann reif für Fremdverantwortung. Nein, es wird uns, ich erlebe das immer wieder, dass Menschen nicht eigenverantwortlich handeln, sondern dass sie sich lieber über anderem unterordnen, der sagt, was sie zu tun haben. Aber eben, ist das besser, dass fremde Leute fremdverantwortlich über dich urteilen? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt aber das heißt, nicht. Das kann ich nicht damit. Nein, es gibt ganz viele, wo das nicht können. Also wenn ich jetzt vom anarchistischen Gedanken ausgehe, wo einem niemand etwas zu sagen hat, oder?
Und wo man dann selber weiss, was gut ist für mich, das ist super. Wenn der Mensch allein auf der Welt ist, ist das super. Aber sobald natürlich mehr Leute auf einem engen Raum zusammen sind, dann zweifle ich halt, dass dort alle zusammen dann würden so verantwortungsvoll ihre Freiheit geniessen, dass sie der anderen dabei nicht beeinträchtigen. Es würde nicht einfach ein Mob entstehen, wo die Regierung ersetzt, das Machtvakuum, wenn der Staat das auflösen würde, dann würde einfach der Mob regieren. Nicht der Mob unbedingt, sondern eine Mafia regieren. Ja, es gibt dann immer wieder stärkere. Eine andere Mafia, als wir jetzt haben. Ja, es gibt immer wieder stärkere und schwächere. Oder? Ja. Das kann man nicht Darum, ich glaube, das ist das Problem an der Anarchie. Ja. Wenn du eine gewisse Völkersdichte hast, dass du einfach nicht mehr Leute hast, die die Macht, das Machtvakuum dann ausnützen. Ja. Und das ist nicht unbedingt besser als der Staat, den wir haben. Oder? Nein, es ist nicht... Also, es ist schon besser als der Staat, den wir haben. Dann ist es gerade so wörtlich. Mhm. Aber es ist besser als der Staat, den wir jetzt in der Praxis haben. Aber darum komme ich eben mit dem. Das ist keine Bibel, das ist das Recht, wo ganz gute Vorfahren viel aber denken ist und geschaffen haben. Ist perfekt, oder? Nein, es ist nicht perfekt. Man kann es auch immer wieder verändern. Es ist nicht perfekt, aber wir haben eine ganz gute Grundlage, wo wir eben damit arbeiten können. Und nachher auch vernünftig. Spielregeln, es ist so. Es sind aber nicht nur Empfehlungen, sondern es sind Rechte, die der Mensch hat. Das sind Grundrechte, das sind Naturrechte, die da drin enthalten sind. Plus eben die Normen, die man nachher auch ein Stück weit braucht, damit man eben kann eine Gesellschaft organisieren kann. Weil sobald eben eine Bevölkerungsdichte da ist, dann kann nicht mehr jeder machen, was er will. Dann muss man sich halt gewisse Normen setzen, wo man sich aber gegenseitig jetzt in einer demokratischen Mehrheit nachher auch in Kraft setzt und akzeptiert. Und von dort her ist das natürlich, unser Recht ist ja da drin enthalten und das tue ich auch verteidigen, aber die Leute wollen das nicht lesen und ja, nicht hören. Eben. Und jetzt machst du seit 3 Jahren und findest du nicht, jetzt hast du, also weißt du, ich mache mir den gleichen Gedanken auch bei Stricker TV, oder? Wie erreiche ich die Leute? Oder nicht, auch als Daniel Strick. Wie erreiche ich die Leute? Es droht und das da. Ja, aber ist nicht, oder, du hast seit 3 Jahren die absolut identische Strategie. Ja. Ich kann sagen, ich habe immer wieder anders gemacht. Ich habe Demos gemacht, ich bin aufgeklärt auf Schweden berichtet, ich habe Interviews geführt. Ich probiere von allen Winkeln das Biest zu zerlegen, oder? Ja, machen auch ganz Unterschiedliches. Das würde mich wundern. Ja. Was ist es, außer immer auf Verfassungsrecht hinzuweisen? Ja, aber das ist der Grundsatz. Ich muss es ja immer wieder, weil das der Grundsatz ist und die Behörden halten das nicht ein. Und die Menschen, die sie sollten eigentlich verteidigen im eigenen Interesse, die kennen sie vielfach nicht. Ich sage nicht, ich mache das besser, aber ich sage nur, ich kann das nicht machen. Nur, ich kann das nur machen, was ich mache, weil es die Vielseitigkeit hat. Ich mache mal ein Lied, dann mache ich mal ein Interview, dann mache ich mal so. Und ich kann so das machen. Aber ich jetzt 3 Jahre lang mir vorstellen, ich müsste den Vollidioten um mich herum erklären, dass wir Verfassung haben, was da drin steht und dass es eigentlich das Mann auf dem Himmel wäre, wenn man es würde begreifen. Und es immer und immer wieder machen und es wirklich einfach genauso wie die Aktion findet, wie meine Musik oder meine Lieder, wie meine Interviews, wie sowieso. Aber dann irgendwann muss ich sagen, jetzt wollen wir etwas Neues probieren. Jetzt wollen wir neu das Biest zerlegen, von einem anderen Winkel, von hinten anschleichen, weiss ich nicht was. Aber das machst du eigentlich nicht. Du hast die Ausdauer. Die Ausdauer, einfach 3 Jahre lang das Gleiche machen, wie soll man sagen? Wie ein Wanderprediger. Also nicht im negativen Sinn. Ich finde Wanderprediger etwas Negatives, aber ich meine, im bestmöglichen Sinn ein Wanderprediger, der umgeht mit seiner Verfassung und dort aufklären. Ja, Das ist aber genau nicht das. Da muss ich tue das überlegen, was du jetzt sagst. Wenn das so wirkt, dann nachher gehe ich natürlich auch über Bücher. Was kann man noch verbessern? Wobei, ich habe ja täglich meine Erlebnisse, wo ich wieder etwas Neues entdecke, auch da rein, wo ich aus der Praxis raus, was abläuft mit den Behörden, mit den Menschen,
ich habe mich jetzt einfach halt, das ist jetzt mein Spezialgebiet und ich bin ja nicht Jurist. Ich will da nicht in einer Josic Konkurrenz machen, dass ich es besser wüsste als er. Im Verinterpretieren vom Gesetz. Aber ich meine, es gibt schon arg zu denken, wenn man solche Interpretationen macht, wie man jetzt ja, aber in der Arena gehört haben. Aber es ist ja... Beim Gedanken bleiben. Weißt du, ich meine ja, es ist ja bewundernswert, dass du es machst. Aber ich will mehr sagen, ich würde durchdrüllen. 3 Jahre lang auf die gleiche Art das Gleiche machen. Aber vielleicht täuschen wir. Vielleicht sagst du, du machst es auf verschiedene Arten. Aber gut, du machst auch Initiativen, Referenden, du bist auch involviert oder bei so Sachen. Fast nicht. Ich habe fast keine Zeit für das. Also ich habe keine Zeit zum Unterschriften sammeln. Wenn? Ja. Wenn? Ich habe ja so viele Verfahren und Zeug und Sachen, wo ich gar nicht dazukomme. Aber es hat einen Haufen andere, die das machen können. Und das ist super, dass man sich eben dort direkt demokratisch betätigt. Und nochmal, wie gesagt, wir haben einen Sonderstatus in der Schweiz. Wir sind das einzige direkt demokratische Land, das eben so viel mitreden kann. Und alle unsere Behörden sind in der Liechtenstein ist jetzt beleidigt, aber ja. Ja, sie sind ja auch in... Nein, sie haben auch ein Stück weit repräsentative Demokratie, die Liechtenstein, so viel ich weiss. Aber sie könnten ja den Fürst absetzen. So ja, ja, eben, das können sie. Wo wir den Bundespräsidenten nicht können absetzen können. Ja, genau. Das ist ja ein anderer Status, als die dort haben. Und wir können auch den Bundesrat noch nicht absetzen, aber es ist jetzt gerade eine Initiative gestartet, wo es eben darum geht, dass man den Bundesrat nach 2 Jahren kann bestätigen. Irgend so etwas, eine ganz interessante Initiative, wo man also nicht mehr sich nur noch aufs Parlament, also auf die Bundesversammlung verlässt, dass die, weil ja die ihre Aufsichtspflichten nicht mehr erfüllen, bei weitem nicht mehr, und den ganzen Staatsstreich mittragen, den wir hier haben, sträflich mittragen. Und kommt jetzt die Initiative. Und aber das ist für mich insofern ein Rohrkrepierer, weil ein Parlament hat versagt, aber die Bevölkerung ja genau gleich. Ja, natürlich. Sie kennt Deutsch besser. Ja. Ja. Die gehen zweimal das Covid-Gesetz da, jetzt wahrscheinlich das dritte Mal. Die machen einfach mit, weil es fehlinformiert, verblödet. Eben wie ich sage immer, 20 Minuten lesen, 20 Minuten Zeitung lesen, macht 20 Stunden dümmer. Also es ist, oder 20 Tage wahrscheinlich. Das steht in der Zeitung, ja. Ja, aber eben, da will ich sagen, was nützt eine Basisdemokratie, wenn du umzingelt bist von Vollidioten, dann ist eine Basisdemokratie eine Tyrannei. Ja, ich würde das nicht gerade so, also ich möchte das Wort nicht so sagen von mir aus, das Vollidiot. Demokratie als Vollidiot. Ja, aber ich habe es natürlich, ich habe es auch in mir, ja. Also ich würde es gerne scherz formulieren, aber ich habe Angst, dass sie auf YouTube zensiert wird. Das ist eine Ohnmacht, dass wir eben so ein Instrument in der Hand haben. So ein Instrument, und ich sage es jetzt halt zum 100.000. Mal. Die ersten 9 Seiten sind wichtig. Das ist das Wichtigste, wo für unsere Freiheit, um die zu verteidigen, gegen die missbräuchlich amtierenden, wirkenden Behörden. Und es muss halt einfach... Jeder ist eigenverantwortlich. Also, wir teilen ja etwas. Wir glauben daran, dass man die Wende schafft durch Aufklärung. Oder? Du bist jetzt einfach der Spezialist auf das Recht, auf die Verfassung, auf die Gesetzgebung, auf die Ordnung, während mich eben quasi auch die kulturellen und andere Aspekte du beleuchtest in meinen Sendungen. Aber das teilen wir ja. Wir haben die Hoffnung nicht verloren, dass Aufklärung die Lösung bringt. Ja, es ist die Hoffnung, die innere Hoffnung ist vorhanden und natürlich in der vorne muss man einfach sagen, was alternativ, was die machen, was die jetzt machen, und ich bin jetzt wieder krass, in verräterischer Weise gegen die Amtszeit, gegen die Verfassung, gegen unsere Gesetze, in verräterischer Weise eben so etwas vorantreiben oder zulassen und eben unterstützen, die Zukunft, die gefällt niemandem. Das würde ich behaupten. Die gefällt nachher niemandem. Und ich habe das nur ansatzweise in der DDR-Russen erlebt, im Osten, was da war, wo die Reisefreiheit nicht
nicht gesehen ist, wo man überwacht worden ist, bespitzelt worden ist und die SEP-Staatsführung. Und wenn es dann noch viel schlimmer wird, eben nach denen, meine, was in Davos oben geredet und gemacht wird, von einem so einem Schwab, von einem Harari, was die über die Menschheit für eine Einstellung haben und die wollen das nachher über solche Instrumente wie ein WHO verbreiten. Meinst du für eine Einstellung? Also negative wie ich? Dass alles Vollidioten sind. Ich meine, also ganz sicher ist es völlig verfassungswidrig gegen die Würde der Menschen und auch strafrechtswidrig. Also ich meine, wenn sie da mit den Menschen unter Kontrolle bringen, den Menschen quasi zur Maschine machen, zum gesteuerten Element, zum Zombie. Also ich freue mich auf künstliche Intelligenz, wenn wir auf der Erde endlich mal überhaupt eine Form von Intelligenz vorfinden werden, oder? Also. Ja, dann hast du bei dir noch nicht gefunden. Nein, Such doch mal. Ich bin am Suchen. Ja, ja, aber nein. Ich bilde mir doch schon ein, dass ich sie selber habe, aber ich die Welt beobachte und denke, ich gehöre zur Spezies, zu der menschlichen Spezies, dann habe ich große Zweifel, dass ich intelligent bin, wenn ich einer von denen bin. Oder? Ja, aber wir sind ja das einzige Wesen, wo ein Hirn hat, wo eben zu diesen Sachen fähig ist, zum so zu denken. Wenn ich da richtig informiert bin. Ich weiß, ob das ein Vorteil ist, also, dass wir das können. Ja, wir sind das einzige Wesen, wo das könnte. Wir sind die einzigen Vollidioten, die von einem Pfnüssel zu Grund gehen. Während unsere Katzen und alle anderen Lebewesen auf der Planeten das Leben einfach weitergelebt haben, sofern sie nicht vom Menschen abhängig sind. Eben, weil wir unser Element, unser wichtigstes Element verkümmern und eben im SRF, Hirn. Und im SRF glaubt und diesen Politiker, die eben weit weg von dem sind, das sind Verräter. Oder? Und das kann man auch wieder im Strafgesetz, Artikel 265 bis 275, in diesen Bereichen nachschauen. Ich tue es da nicht genauer zitieren. Es geht um Angriff gegen die Verfassung, es geht um Landesverrat, um Volksverrat und so Sachen. Sie kommen dort runter. Und, aber das ist ja noch absolut das Geilste gewesen. Entschuldigung, wenn ich das Wort jetzt auch brauche. Du Perversling. Falls ja nicht mehr das heißt auf. Geil. Also das ja. Ich habe keine Kinderstube genossen. Stefan unten. Stefan unten habe ich, haben sie dort wieder den Krieg gerührt, haben sie wieder weggewiesen und sonnige Sachen gemacht, oder? Und da habe ich die Polizistin an die Verfassung. Haben sie den Krieg gerührt noch weggewiesen von Stefan. Ja. Da habe ich die Polizistin an die Verfassung und an das Strafrecht erinnert. Dann grinst sie mich an und sagt, und ich sagte, 275 Strafgesetzbuch, es kann ihr bis 5 Jahre Gefängnis eintragen. Da grinst sie mich an, mit der Uniform und der Pistole am Halfter, oder? Und fragt, ja, und wer soll das durchsetzen? Das ist unglaublich, oder? Das ist, ich meine, wenn die so eine Einstellung haben, Dann wissen wir, wo es schält. Und dann haben wir halt gerade weiter noch gesagt, ja, eben, so fühlt ihr euch sicher. Ich muss einfach wissen, die Politik, die ist gewählt für eine gewisse Zeit. Und dann ändert das wieder. Und irgendwann wird wieder Recht gesprochen. Und irgendwann werden die zur Verantwortung gezogen, nicht für die Äußerung, die sie jetzt gemacht hat, aber für das Handeln nach dieser Äußerung. Weil sie wissen, dass sie geschützt sind. Also können sie nach der Politik handeln und handeln nicht nach dem Recht. Wir müssen das durchsetzen. Wir müssen das Recht durchsetzen. Da sind wir eigenverantwortlich. Die Aussage empört dich natürlich, verständlicherweise, aber du lebst in einer Gesellschaft, wo die Leute sich darüber empören, dass im Kampf der Reality Stars Silikon-Blondine abgewählt wird. Ja, das ist schon im Römischen Reich gewesen, Brot und Spiele. Das ist wunderbar. Es wird immer blöder. Es wird ja immer blöder. Und Menschen werden schon geopfert schlussendlich, oder? Aber wir sind jetzt von gewissen Elementen wahrscheinlich nicht reden, sonst hast du wieder keine Verbreitungsweite, oder? Wir könnten uns einfach bei YouTube verabschieden, dann können wir über alles reden. Ja. Nein. Aber wir wissen heute, was damit gemeint ist. Aber eben, man tut Menschen so manipulieren, dass man es entmenschlichen tut. Und zwar mit technischen, also mit
technischen Mitteln. Und tut das aber nachher sagen, man macht das für Gesundheit. Und das ist unglaublich. Also Menschen müssen erstens mal, ich kann nur empfehlen, tun das bitte intus nehmen, dass es einem innen ist. Es muss ja nicht so verrückt sein, wie ich jetzt das, mich da drin gesteigert habe, wie das gewisse Polizisten sagen. Ich habe mich da in etwas hinein verrennt, oder? Und ich finde nicht mehr raus. Aber ich wollte ja, dass, wenn wir das schon haben als Schutz und Vorfahren das schon gemacht haben und nicht vergessen, wir haben 175 Jahre Jubiläum von der Bundesverfassung das Jahr. Hat ja der Berset, der Bundespräsident, in der Neujahrsansprache auch erwähnt, oder? Und sie feiern es, Behörden feiern es, obwohl sie gegen das tausendfach verstoßen, jeden Tag verstoßen gegen das. Sie feiern es auf unsere Kosten. Und das empört dich immer noch, obwohl es jetzt so Jahrzehnte weisst eigentlich. Ja, es empört mich immer noch, weil wir es nicht dürfen. Du tust die Verfassung überschätzen. Nein. Wenn sie ja in der Lebenswirklichkeit keinen Niederschlag findet, wen interessiert sie denn noch? Nein, aber dann brauchen wir sie nicht. Dann gehen wir doch gerade in die Anarchie und dann können wir den ganzen Staatsapparat sparen. Dann brauchen wir den nicht. Dann können wir die ganzen Steuern sparen. Oder? Machen wir ein Indianerreservat. Das wäre meine Lösung. Ja. Dass es einfach in Ruhe lässt. Das ist verdrängt worden, das Indianerreservat von der sogenannten Zivilisation. Genau. Das ist die beste Forderung. Indianerreservat. Macht, wenn ihr wollt, ihr Bleichgesichter. Und darum, wir müssen, da hat es nachher ja, also eben, auch die haben Regeln gehabt. Die Indianer haben auch Regeln gehabt. Und, oder zumindest haben sie einen Dorfältesten gehabt, der vernünftig war und der wahrscheinlich können abgewählt werden konnte. Vor allem haben sie den Winnetou gehabt. Ja. Aber eben, weißt du, es ist kann Dorfälteste abgewählt werden, muss man schon umbringen, sonst bleibt er der Dorfälteste, oder? Ich weiß es nicht genau, mit Regeln ganz genau gewesen sind. Also Dorfälteste abwählen ist rein biologisch nur möglich, wenn man tot ist, oder? Ja, das ist richtig, ja. Ja, aber das, oder verbannen kann man auch, ja. Das macht man aber da... Das passiert bei uns ein wenig. Der Josic-Verbannen fände jetzt noch einen schönen Gedanken. Ja, es passiert nicht vordergründig, aber man macht es natürlich schon. Ich meine, ich bin gestern... Schick mir den Kanton Glarus. Also, Sie haben etwas zu sagen von gestern, wo ich gestern den Behördenmarathon nicht gemacht habe. Ich bin da. Weil zum Glück bin ich gestern bei dem Behördenmarathon begleitet worden. Und zwar, mich hat der Michi begleitet, ich weiß nicht, kennst du den? Nicht der Bubendorf, sondern der andere, der geholfen hat, Events organisieren auch, juristisch gut gebildet ist. Ja, der, ja. Also das ist der, der die Leute auch an, also unsere Mitstreiter, an Gerichtsverhandlungen begleitet und so und auch unterstützt mich. Ich weiß nicht, was ist, ich will den Namen nicht ganz zeigen, weil ich weiss, ob er das will. Es ist eine ganze Gruppe und das kann ich nur empfehlen, ich tue ein paar Sachen sagen. Also das ist dort, ich muss den Buchstaben schnell, das ist dort die wkfdr.net. Darf ich die Werbung machen für das? Du darfst die Werbung machen. WKFDR. Hast du schon Werbung gemacht? wkfdr.net. Was heisst das? Das ist einfach die Gruppierung, nennt sich so. Da kann man das, kann man dort, kann man... Und was heisst denn das? Ja. Wir können für dich... wir kämpfen für deine Rechte, so weit bin ich gar nicht weg gewesen. Ja. Wir kämpfen für deine Rechte. Hast du ein Problem mit der Sicht? Kostenlos. Ich habe probiert, aus WKDR etwas Sinnvolles abzuleiten. Jetzt habe ich schon gedacht, du hättest ein Brüllenproblem. Nein, ich habe übrigens, hast du gar nicht gemerkt. Ich habe ganz frische Brüllen. Ja, genau. Ich habe gesehen, ich bin froh, Schweizer Kreuzer grösser. Sonst müsstest du unterstellen, hättest du den Durchblick nicht mehr. Nein, ich habe zum 175 Jahre Jubiläum, habe ich die jetzt bekommen. Vom? Von meinem Budget. Hast du dir selber geschenkt? Ja. Ich glaube, es ist unübersehbar. Und darum haben wir darauf hinweisen. Darum ist mir sie nicht entgangen. Ja. Nein, aber du bist mit Schweizer Kreuz gesegnet. Der Michi ist mitgekommen gestern. Und er hat auch das koordiniert mit dieser Vorladung. Die eine ist verschoben worden, noch, die beim Betreibungs-
Funktionär dort bei dem Enteignungsamt, beim sogenannten, ist verschoben worden auf den 22. Und zugleich habe ich dann auf den 22. noch von der Polizei wieder eine Vorladung bekommen, wegen der Sache von Bern dort eben, wo ich jetzt Burgdorf ins Gefängnis hätte sollen. Und jetzt weiss ich, habe ich das schon erwähnt, ich glaube nicht so direkt, ich hätte auf Burgdorf ins Gefängnis müssen, an einem Montag, glaube ich. Und dann bin ich am Sonntagabend, am Sonntag bin ich dann dort am Vierwaldstättersee irgendwo auf einem Parkplatz mit meinem Büro, mit meinem Auto, mit meinem Schlafplatz, mit der Liberté. Und dann habe ich dort gedacht, jetzt muss ich muss etwas machen. Ich kann morgen nicht in das Gefängnis. Ich kann nicht. Und die 100 Franken zahlen geht auch nicht, weil es ist eine falsche Anschuldigung. Wenn sie mich beschuldigen, ich habe in Bern eine nicht bewilligte Demo organisiert, dann könnte man noch darüber reden, dass ich habe dort eine Stellungnahme eben gemacht habe. Nachher eine ausführliche Stellungnahme. Ich habe mich gewehrt gegen den Vorwurf und habe den eingegeben. Und sie kommen damit immer wieder mit nur Formalitäten, die sie mir entgegenhalten. Ich meine, die Grundlage des Rechts ist die Wahrheit, der Sachverhalt. Und das gibt nachher die richtige Rechtsanwendung. Das sind die Grundlagen des Rechts. Aber sie haben mich falsch beschuldigt und haben falsches Recht angewendet für das und haben mich so sanktioniert. Und das geht einfach nicht. Und dann und darum kannst du nicht ins Gefängnis. Ja. Wobei sehr viele, die ins Gefängnis müssen, finden, es ist ungerecht, dass sie ins Gefängnis müssen. Aber ja, für das Fall haben wir Richter. Scheint es wirklich so zu sein, natürlich. Ja, für das haben wir Richter, wo man kann anrufen, eine unabhängige Instanz, die nachher darüber entscheidet, nach dem Recht und natürlich auch den Sachverhalt. Sie müssen klären, stimmt der Sachverhalt und ist es dann die richtige Rechtsanwendung? Für das hat man den Richter, den unabhängigen, blinden Richter. Und die sind eben schon länger nicht mehr, aber jetzt in dieser Corona-Zeit ganz besonders, die sind nicht mehr blind. Sie sind politisch, sie tun sich politisch, tun sie sich instrumentalisieren lassen. Streng genommen ist ja die Justiz ja nicht blind, sondern sie hat die Augen verbunden, damit sie sich nicht beeinflussen lässt. Richtig. Vom falschen Schein. Damit sie nicht sehen, obwohl sie müssen eigentlich, es ist eigentlich gut, wenn sie auch sehen, wie der entsprechende. Bei mir war es nicht blind gewesen, der Winnetou hat super funktioniert. Das war provokativ gewesen, aber es hat. Aber du hast eine Provokation gemacht. Eigentlich, du hast das Gericht nicht so ernst genommen. Du bist nicht mit den Krawatten und den Schalen gekommen, so wie man es verlangen so erwarten von einem seriösen Anklagten. Von einem seriösen Journalist, wie man es erwartet. Von einem seriösen Beschuldigten, wie man das könnte erwarten, dass er sich rausputzt, oder, wenn man vor das Gericht geht. Du hast eine Provokation gemacht. Oder? Also, da hätte sich der Richter eigentlich können provoziert fühlen können, der nimmt mich nicht ernst. Also, aber er ist ja blind, er hat ja die Augen verbunden. Ja, er hat nein, es ist so natürlich, ich meine, er hat zappelt wie ein Insekt auf dem Rücken. Du bist ja im Saal gewesen, gell? Ja, ja. Ich glaube, ich meine, der Trend ist ja eindeutig, mit weit über 90% werden wir verurteilt. Immer noch. Was für ein Insekt ist vorzugsweise auf dem Rücken am zappeln? Ja, Insekten können sich wahrscheinlich meistens selber aber es gibt doch ein Käfer. Ja, es gibt was ist das für ein Käfer? Ja, das sind da die was ist das für eine? Die panzerten, irgendwie so halb panzerten Käfer, die einen harten Rücken haben. Würdest du es auch nicht sagen? Nein. Ja. Ich weiß es nicht. Ich bin dort zu wenig fit mit diesen Sachen. Lassen wir den Mist. Gehen wir zum nächsten Thema. Wie heisst der Käfer? Wäre es ein guter Vergleich, was dir in den Sinn gekommen ist beim Richter? Oder hat nicht nur Richter zu tun, einfach so. Ist das justiziabel, ich Mistkäfer sagen? Gut, nächstes Thema. Ja, genau. Ja, die heissen Mistkäfer. Genau, ja, ich weiss, wie du das meinst. Ja, die liegen auf dem Rücken und die können sich wirklich nicht selber aufstellen. Dann musst du auch mal helfen mit dem Fingernagel. Dann haben wir das Thema von der Biologie verlassen. Ja. Insektenkund. Wo sind wir gewesen? Zu Bern. Eben, die Richter sind
sind, die schauen halt, was sie vor sich haben, ob der sympathisch ist oder nicht, offenbar. Oder? Ich bin nicht sicher bei ihm. Ich bin wirklich nicht sicher. Nein, das Gefühl, das war wirklich einfach ein guter Richter gewesen. Da hat man so etwa 6.000 oder 8.000 Verfahrenskosten Franken erstatten. Darum weiss man, ist eben doch wieder ehrlich. Ja, eben, da siehst du, dass er wirklich nicht anders hätte können. Fair, und dort in dir noch eins reingebrannt hat. Mhm. Aber ist mir gleich. Kann ich nicht sehen, dass du freigesprochen wirst und dann musst du Kosten tragen, oder? Wir machen natürlich weiter. Also, man kann das auch fechten. Nein, das ist gut. Also, dann hat mich... aber da bin ich vorgeladen gewesen, zu der Polizei, weil ich... Jetzt bin ich an dem Parkplatz gewesen, wo ich dort gedacht habe, ich muss etwas machen, wegen Burgdorf, ein Gefängnisaufgebot dort, eine Vorladung zum Gefängnis. Und dann habe ich dort mir Notizen gemacht, etwas, nein, ich habe es vorgeschrieben sogar, dann eine A4-Seite vorgeschrieben und da habe ich meine erste Sendung gemacht aus dem Liberté TV. Liberté TV? Liberté TV, ja. Nein, Liberté TV. Habe ich dann, das ist so angeschrieben, das Auto. Und ich habe den Namen, den Markennamen auch gesichert. Ich werde deine Konkurrenz dann. Aber wir können noch miteinander zusammenarbeiten. Können und wir, ja. Dann nachher, dass man eben über solche Sachen kann, nicht so lange Sendungen, sondern in kurze Sendungen machen und eben über das, was gerade vorfällt, Aktualitäten und so, etwas kann berichten, oder? Weil bei dir wird ja alle zwei Jahre einmal eingeladen und das ist ein zu wenig. Aber es gibt noch andere natürlich, die auch etwas möchten zu dieser Sache. Du bist nicht eingeladen, du kannst jederzeit wieder kommen, nicht jedes Mal ja warten. Nein, hast du es gesagt, ich kann mich jederzeit melden, das ist richtig. Genau. Ich nehme die jetzt in Schutz. Muss ich ein bisschen provozieren. Ich war auf Tournee, gewesen, dort habe ich einfach fast kein Interview gemacht. Ja, klar, ja. Ja. Also, ich habe dort berichtet, etwa in 8 Minuten Video, dass ich nicht auf Burgdorf gehe. Habe das begründet und habe dann eine Strafanzeige, nachher im Anschluss eine Strafanzeige geschrieben, wo ich dann nachher aufs Polizeiposten in Lachen gegangen bin, im Kanton Schweiz, am Morgen um 9 Uhr. Ich bin nicht auf Burgdorf ins Gefängnis, ich bin im Polizeiposten Lachen am Morgen um 9 Uhr und habe den Strafantrag abgegeben gegen Unbekannt, mutmaßlich gegen den Hause, gegen alle die Involvierten in das Verfahren hinein, über die Staatsanwalt bis zum Richter, der sich dort noch irgendwo in einem Verfahren namentlich erwähnt war. Aber Richter, der eigentlich Polizei von der Polizei war, also in der Polizei, wie heisst es, Funktion war. Also offenbar kein richtiger Richter, oder? Also verhebt das Verfahren dann auch nicht oder das Aufgebot für das Gefängnis nach meinen Augen. Auf jeden Fall bin ich zur Polizeiposten auf Lachen gegangen, habe den Strafantrag abgegeben und habe sie darum gebeten, dass sie mich beschützen im Kanton Schweiz, weil ich bin verfolgt im Kanton Bern, politisch verfolgt. Weil wenn ich zu dem Start von der Unterschriftinitiative nachher mit Unterschriftenbögen rumlaufen und ich werde als Organisator von einer nicht bewilligten Kundgebung sanktioniert. Jetzt haben sie das Megafon vorgeworfen, nicht jetzt Unterschriften sammeln. Man muss doch irgendwo mit den Leuten kann man doch orientieren, um was es geht bei einer Initiative, Volksinitiative. Man kann einfach alles verschieden interpretieren. Das Problem ist, das wird nicht ernst genommen. Das ist das Problem. Und Behörden, zum Beispiel, Behörden kommen eben mit so abstrusen Ideen, dass wir, um unser Grundrecht zu verteidigen, Artikel 22, die Versammlungsfreiheit ist gewährleistet, die Informations- und Meinungsfreiheit ist gewährleistet, Artikel 16, die Glaubensfreiheit ist gewährleistet, dass Behörden das Gefühl haben, wenn unsere Grundrechte einfordern, Versammlungsfreiheit und Informationsfreiheit, dass wir dann sie müssen darum bitten und dass sie das uns auch noch kostenpflichtig gewähren können, das ist übergriffig gegen die Verfassung. Das widerspricht dem Verfassungsgrundrecht. Wir sind in der direkten Demokratie. Wir können nicht irgendeine so Sachen übernehmen von anderen Staaten mit einer Bewilligung für eine Demo.
Das ist ja rein der Willkür ausgesetzt. Ja, aber eben, jetzt sind wir wieder vielleicht können wir mal ja, das Ganze. Also eben. Ich weiss, du bist eine Art fleischgewordene Verfassung und so. Aber dann hast du. Aber wenn man doch mal das verlassen will, wenn du kannst mit Artikel sagen, sowieso, es ist ungerecht und unfair und ungesetzlich und es ist verboten und es ist illegal. Ja. Es ist, aber am Schluss, ja. Ja, eben, darum habe ich müssen ins Gefängnis, oder? Darum habe ich schlussendlich müssen ins Gefängnis, das heisst, ich hätte 100 Franken zahlen, ist aber nicht gerecht. Und wenn wir uns nicht wehren, sagen 100 Franken, mhm, wo für viele Menschen ganz viel und Geld ist, mhm, wo zur Substanz geht, wenn wir uns nicht wehren gegen jegliche, mhm, Sanktion, wo zu Unrecht ist. Und dann bist du ins Gefängnis? Ich zahle ja das nicht. Also dann muss ich ins Gefängnis, weil ich die nicht gezahlt habe, die Busse, habe ich nachher das Aufgebot bekommen, Vorladung fürs Gefängnis. Aber jetzt bist du ja doch nicht ins Gefängnis, hast du vorne, ja, vor dem Gespräch gesehen. Ja, ich bin nicht gegangen. Ich habe dann, stattdessen einen Strafantrag gestellt im Kanton Schweiz. Dass sie mich bitte beschützen, weil ich politisch verfolgt bin und dass man das auch strafrechtlich untersucht, was die mich, mhm, falsch beschuldigt haben. Weil ich habe noch einmal keine Demo organisiert. Ich bin mitgelaufen. Mhm. Ich habe dort Mitunterschriften gesammelt. Ich habe die Verfassung aufgehebt auf dem Bundesplatz. Das ist, mhm, ich habe keine Demo organisiert. Also ist das eine falsche Anschuldigung? Aber und gehst du jetzt ins Gefängnis oder nicht? Dann bin ich zu lachen. Dann habe ich diesen Strafantrag abgegeben und habe erwartet, dass das behandelt wird, dass das weitergereicht wird in die zuständigen Stellen, dass das auch nachher in Bern, mhm, landet. Und stattdessen hat nachher die Polizei, Schweizer Polizei von der Berner, ein Rechtshilfegesuch bekommen und umgesetzt. Dann ist die Schweizer Polizei auf mich los und hat mich eben aufgefordert, am 22. auf der Polizeipost in Lachen zu kommen. Und dann bin ich gestern hingegangen mit dem Michi, dass ich nicht alleine gewesen bin. Und da muss ich sagen, wenn er nicht dabei gewesen wäre, dann wäre es für mich eine Einbahn gewesen, dann wäre ich rein und nicht mehr dort rausgekommen. Dann würde ich jetzt heute Nachmittag irgendwo im Gefängnis würde ich jetzt entlassen, nach diesen 24 Stunden. Und der Michi hat dich rausgepackt, wie er? Also, ich habe... Ich habe ja wieder meine Argumente gehabt, oder? Aber das hat natürlich schon längstens nicht mehr gezählt, mhm, weil für die ist das eindeutig gewesen. Ich hätte müssen dort oben antreten, ich habe die Gefängnisstrafe nicht antreten. Sie sind Exekutive, sie sind ja nicht Judikative. Ja, sie sind, aber auch sie sind genau, unterstellt. Artikel 5 aber, unterstellt, genau, oder? Und gut, nicht und Frucht, Frucht. Hat nicht funktioniert, ja. Und dann nachher der... also es hat einfach alles nichts genützt, oder? Und dann hätte ich dort nochmal können, die 100 Franken zahlen. Und das mache ich natürlich auch nicht. Das ist ja ein Schuldbekenntnis. Und dann tue ich ja einen willkürlich wirkenden Staat unterstützen. Also mache ich das auch nicht. Und dann habe ich... schlussendlich, eben dank dem, dass er dann dabei gewesen ist und er hat natürlich geschaut, dass ich da nicht in Gefahr komme. Er hat mich da quasi beschützt, oder? Und schlussendlich hat er dann die 100 Franken gezahlt. Und mhm, dass wir wieder haben können durch die gleiche Tür raus. Und sonst wäre er... dort raus, wo wir reingekommen sind und ich wäre hinten raus abgeführt worden. Oder? Ja. Und eben. Okay. Und du bist da, es hat sich auch gelohnt, die 100 Franken. Ja, es hat nicht mal etwas genützt, habe ich gesagt, ich muss morgen zum Stricker. Aber jetzt der ganze Aufwand, jetzt bis du 100 Stutz am Schluss gezahlt hast. Meine Behörde, die kommen ihren Lohn über. Ich habe gedacht, ich bin beim Stadthalter, Kambambuli. Nein, warte schon, Della Bona. Der kann es ja egal sein. Der hat anscheinend unzählige Strafanzeigen rausgelassen, Verfahren am Laufen und so. Der kann komplett abschiffen, ist ihm völlig egal. Der Steuerzahler zahlt, hat kein persönliches Risiko. Ja. Wenn du jetzt die 100 Stutz, wenn du die 100 Stutz, ich habe meinen Fall noch weiterziehen, ein paar Tage Zeit, ich freue mich drauf. Und
Du hast dann das Gleiche gemacht, am Schluss sind die 100 Franken ja geflossen. Auch vorne bist du mit unzähligen Behörden Kontakt, hast Schreiben bekommen, hast Zeug bekommen, hast dich müssen auf... Also wirklich, eben, es hat dich wahrscheinlich auch aufgewühlt und beschäftigt, es hat dir Zeit geraubt, du hättest können ins Liberté-TV reinsetzen und so weiter. Und man muss sagen, bringt es das? Ich verstehe es einfach nicht, ja, oder? Es ist für mich nicht erledigt. Es ist, schau, wenn wir den kleinen Finger geben, dann nimmt es einem die aber ganze Hand. Aber hast du nie am Schluss gegeben? Am Schluss sind ja die 100 Stutz ja geflossen. Und dann kann man sich sagen, der ganze Aufwand voran. Ja, was hätte ich sollen? Hätte ich sollen ins Gefängnis sitzen? Von Anfang an die 100 Stutz halt zahlen. Oder? Ja, nur können wir hin. Das sind 100, das sind 1000. Gleich weit, wie du es doch gezahlt hast. Nein, 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 wir müssen das wirklich hochhalten. Wir müssen das hochhalten und müssen Grenzen setzen. Aber wenn und wenn wir den kleinen Finger geben. Ist das Allegagno-Ding? Ich respektiere das Allegagno. Ich glaube, es gibt wenig, wie der Bubendorf gar nicht. Die respektieren brutal. Ich respektiere dich auch brutal. Aber am Schluss muss man sagen, wo ist der Nutzen? Wir müssen konsequent sein. Bist du ja nicht konsequent gewesen, am Schluss haben wir es gezahlt. Also, es ist noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig. Es läuft ja der Strafantrag. Ich abgegeben habe. Ja, und ich meine, das ist zu Unrecht, was sie da gemacht aber haben. Aber wir haben alle so viel Unrecht erlebt. Aber wenn du gegen 100 Stutz Unrecht. Also ich finde es falsch, aber ich würde es verstehen, dass du findest, dass es am Schluss jetzt das die beste Variante war. Ja, das ist ja jetzt... der Michi hat mich jetzt dort rausgenommen, oder? Rausgeboxt, oder? Sonst wäre ich heute nicht da. Es ist aber für mich noch nicht gegessen wegen dem. Es ist noch nicht fertig. Ins Gefängnis gehen, dann noch Kosten verursacht. Nein, wer zahlt es denn? Die Behörden zahlen nichts, das ist Steuerzahler. Ja. Super. Aber die 100 Stutz kommen da Steuerzahler rüber am Schluss. Nein, die gehen theoretisch immer, schon. Also. Aber weißt, es müsste eben viel mehr aufstehen. Und es kommt schon. Schon. Schau, es braucht einfach Zeit. Ja, irgendwann steht doch den Leuten das Wasser am Hals. So viel sind wenn schon... Wenn du 114 bist und ich 94. Ich bin immer ein bisschen früher dran gewesen. Ich habe schon Sachen gemacht, die man mir verhindert hat. 15 bis 20 Jahre später hat man es in den Himmel aufgeklopft, dass wir es machen. Ein Null-Energie-Haus mit Solar auf dem Dach und alles Mögliche, oder? Wo man früher hat müssen, weiss Gott was... Ist mir da quer gestanden, oder? Und plötzlich, die anderen haben den Himmel aufgeklopft, nachher 22 Jahre später. Und so weiter. Es sind ganz viele Sachen, das kann die ich erlebt habe. Und du hast mal gesagt, du hast am Polizeipost ein Zitat gelesen, das ich an mich erinnert habe, oder? Was ist das? Hast du das verraten? Ja, warte jetzt mal. Ah, ja, genau. Das habe ich noch. Ich muss schnell. Du hast es abschreiben. Ich habe es abschreiben, ich habe es nicht fotografieren. Wie viel genau. Also ein Rhetorik-Tipp. Also, und dort steht, Diskussionen gewinnt man leichter, indem man ruhig und sachlich bleibt und eine Pistole vor sich auf den Tisch legt. zum Beispiel, oder? Ich hatte keine Pistole. Ja, aber eben, gestern hat es keine Pistole auf dem Tisch. Das ist doch ein Polizeiposten. Der Satz von der Polizeiposten. Ja, ja. Das ist ein lustiger Polizeiposten. Oder auch sonst noch, aber kleine Dings dort. Lebe, liebe, lache. Wenn das nicht hilft, lade, ziele, schiesse. Ja, die müssen auch ihre Freude haben. Du bist am schwarzen Brett gegangen, oder wo? Am Informationsbrett oder am internen dort. Vielleicht bin ich halt im Aufenthaltsraum gewesen, keine Ahnung. Aber zwischendrin muss ich auch ein bisschen Luft schnappen und dann schaue ich halt rundum und dann sehe ich halt so Sachen, oder? Und aber ich kann es nicht fotografieren, natürlich. Hast du eine andere Sache aufgeschrieben, das wieder loswerden? Du hast da eine riesige... Schreibarbeit geleistet im Vorfeld anscheinend. Ja, ich hätte natürlich schon dort, weißt du, aber hat mir gesagt, zum Beispiel, sie verrennt sich komplett mit ihrer Rechtsauslegung. Hat mir der Polizist gesagt, oder? Das müssen wir halt dann auch mal irgendwann klären.
Stand heute haben sie recht. Ja. Stand heute, aber in 20 Jahren vielleicht ja, nicht mehr. Eben, für schon 3 Jahre nicht mehr, wer weiss. Ich hatte die Wahl gehabt. Also, er hat mich gefragt, möchten Sie gerne 100 Franken zahlen oder sollen wir sie auf ins Gefängnis bringen? Oder? Mhm. Ja. Hast du ein anderes Thema, das du anschneiden Ja. Du hast ja gesagt, du hast Notizen gemacht, hast du nicht wirklich. Ja, ja. Du kannst wiederkommen. Vielleicht komme ich mal in dein Liberté TV. Es gibt ganz viele. Ich meine, eben, gestern sind wir ja auch noch beim beim Enteignungsamt. Beim Betreibungsamt? Beim Betreiber, ja. Und eben, die handeln ja auch nicht mehr amtlich, oder? Die sind ja einfach Gut, sie machen das, sie machen ihr Business, was sie Jahrzehnte betreiben. Das Business, genau. Aber man muss halt schauen, dass man nichts mehr zu verlieren hat. Dann hat man ja, aber das geht auch wieder. Jetzt muss ich dir das Gesicht heben. Ja. Wir haben die Eigentumsgarantie und alles zusammen, oder? Ich meine, aber du hast auch dort ein paar Fristen verpasst oder so, keine Ahnung. Nein, es ist im gewissen Sinn dann schon schlussendlich, aber irgendwann kommt halt die Ohnmacht und auch die Menge an, in sechs Kantonen habe ich Verfahren, wo ich natürlich... Und das sind alles Betreibungen im Zusammenhang mit den Verfahren? Nein, es sind nicht Betreibungen. Betreibungen habe ich, in meinem eigenen Kanton, im Kanton Schweiz. Vom Staat Betreibungen aus? Oder? Ja, das meiste ist vom Staat, ja. Ich meine, so 10'000 Franken Bussen, weil ich keine Steuererklärung mehr ausgefüllt habe und solche Sachen. Aber das sind auch Folge. Wieso tust du keine Steuererklärung mehr ausfüllen? Ja, super. Gute Frage. Soll ich jetzt nochmal ein 3-stündiges Nein, aber kannst du sicher mit 2 Minuten zusammen. Also wenn du 10 Stunden brauchst, zum beantworten, dass du keine Steuererklärung ausfüllst. Der Staat ist zuerst einmal ans Recht gebunden. Und wenn der Staat das Recht verlässt, dann müssen wir irgendwann handeln. Und, aber jetzt tust du wie Mensch Person, die hat alle Recht, außer sie hat etwas zu verlieren. Wenn du pleite bist und Sozialhilfeempfänger bist und so weiter, kannst du das alles durchziehen, dann denken sie, ja, der Spinner, den wir abhaken. Aber solange du das Haus hast, solange du Vermögen hast, was du wegnehmen kannst, dann holen sie dir einfach das Zeug. Aber zu Unrecht. Ja, aber sie holen es. Ja. Wenn wir schauen. Kannst du vorne verschenken. Meine, ja. Nein, das ist eben auch nicht, wenn du das Eigentum abgeben musst. Wenn das Eigentum nicht mehr geschützt ist, dann hat der Staat keine Existenzberechtigung mehr. Aber Entschuldigung. Der Staat ist an klare Vorgaben. Der ideelle Gedanke dahinter, aber der konkrete ist, ich weiß nicht, ob du das Haus hast, aber Schluss nehmen sie das Haus. Schluss nehmen sie, was du hast. Sie machen es einfach. Ja, sie machen es. Wir müssen uns eben wehren, bevor sie uns alles wegnehmen. Aber dann nehmen sie es, wird am Schluss die 100 Stutz gezahlt werden. Am Schluss nehmen sie das Haus einfach weg. Warum wehren kannst du lange wehren, außer willst du zur Waffe greifen. Aber wie willst du denn wehren? Nein, ich bin wirklich, ich kann gut schiessen. Ich bin mal Meisterschütz gewesen, oder? Ja. Aber das ist für mich keine Alternative. Das ist für mich Sport oder im letzten Verteidigungsfall, oder? Aber sie sind ans Recht gebunden. Nein, sind sie offenbar ja nicht. Sie sind. Ja, aber sie machen es einfach nicht. Sie haben der Amtszeit geschworen. Und sie sind, man muss es kennen. Man muss es wirklich kennen. Und am Schluss wird auf dem Grundbuch dein Haus jemand anderem überschrieben. Das ist das Ende der Story, wenn du ein Haus hast. Dann werden wir schauen, wie weit das es treibt. Bis am Schluss. Am Schluss kommen die Leute rein und drücken dich am Boden. Sie sind völlig außerhalb vom Recht. Ja. Nein, die Polizei kennt mich schon. Aber weißt du, der Thürmatt hat gesagt, habe ich einem Richter gesagt, im Schlussplädoyer. Der Thürmatt hat geschrieben, mein lieber Herr Späth, die Gerechtigkeit wohnt auf einer Etage, zu der die Justiz keinen Zutritt hat. Und ich habe Recht bekommen, ich bin freigesprochen worden, aber haben wir 6'000, 7'000 Franken Gerichtskosten, obwohl ich freigesprochen worden bin. Ja, das habe ich auch, so Sachen. Aber das ist, du kommst Gerechtigkeit über das Recht, das hat der Thürmatt schon geschnallt. Das ist absolut das ist naiv. Ja, das hat der Thürmatt aufgegeben. Nein, er hat einfach konstatiert, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Du kommst keine Gerechtigkeit. Aber, du kommst vielleicht Recht über, aber Gerechtigkeit ist etwas anderes. Ja, aber wir müssen daran arbeiten. Das heisst doch nicht, dass wir nicht daran arbeiten können.
Schau mal, das alte Rom ist das Teil schaffen, wenn du immer da musst aufs Amt gehen, wenn sie das Zeug wegnehmen, wenn sie beschlagnahmen, wenn sie dich vorladen, wenn sie dich einbuchtet, wenn sie büßt. Am Schluss gewinnt das System. Es kann doch nicht sein, dass wir ein System unterstützen, das völlig außerhalb des Recht sich bewegt. Das kann nicht sein. Da müssen wir so viel Selbstliebe haben, dass wir uns schützen und unsere Nächsten. Was ist Selbstliebe daran, sich aufzubäumen? Was kennst du von der Verfassung? Ich habe die ersten 9 Seiten sicher gelesen. Ja, ja. Aber einmal. Nein, musst du wirklich. Es ist so wertvoll. Es ist so wertvoll. Ja, aber die das ist eben Menschenwürde, was da innen steht. Ja, aber wenn jeder einfach kommt und sagt, das ist die Verfassung, und dann lässt er sich betreiben, das ist die Verfassung. Am Schluss nützt. Ich kann schon verzweifeln. Sie sind als Recht gebunden. Nein, sie machen es ja einfach. Sie sind es, aber sie machen es ja nicht. Wenn jeder würde sich an die ersten 9 Seiten halten, wenn jeder das würde verteidigen, wenn jeder Mensch seine Rechte würde verteidigen, dann hätten die gar keine Chance. Ich finde jemand etwas auf Seite 11 wichtiger als das auf Seite 7 und schon. Das kann er. Es ist ja so, dass einfach das, was du ausleihst, jetzt einfach die einzige Interpretation ist für alles und du darum einfach absolut im Recht hast. Auch Recht ist am Schluss vom Mensch erschaffen. Das ist keine exakte Wissenschaft. Ja, das ist auslegungsbedürftig, da gibt es historische Auslegungen. Da gibt's, ja, aber man hat eine Hierarchie. Im Recht hat man eine Hierarchie. Aber du siehst ja, gefunden. In der Politik hat es auch Hierarchie und dort kommst du richtig auf den Grind über. So, ja, die politische Hierarchie, die geht eben weg vom Amtszeit. Die Amtszeit brechen und geht eben, also vielfach, und geht eben weg von der Verfassung. Und dann sind sie im Unrecht. Sie ziehen es durch, weil sie haben die Waffen, oder? Ja. Und sie haben die Macht. Eben. Aber es ist im Unrecht. Ja, dann müssen wir halt aufstehen. Wo sind wir denn? Wir sind in der direkten Demokratie. Und wenn das Volk nicht merkt, was sie in der Hand haben mit der Verfassung, mit einer Verfassung, die jetzt 175-jährige Jubiläum feiert, vor allem die Politiker feiern. Jetzt im Juni hat es ganz viele Anlässe, politische Anlässe, wo die Behörden feiern, die Verfassung, die sich völlig gegen die Verfassung... Und du glaubst, dass es mal eine Zeit gegeben hat, wo man das mehr ernst genommen hat, was da drin steht? Ja. Bist du sicher? Ja, da bin ich sicher. Da bin ich sicher, es gibt Wellen. Ich habe früher auch gemeint, die NZZ sei früher eine gute Zeitung gewesen. Mittlerweile glaube ich das auch nicht mehr. Das ändert sich natürlich zum Teil. Und zum Teil lässt man sich vielleicht auch blenden. Aber das ist ja nicht etwas, das kann jeder lesen und selber denken. Und der Mensch ist ja das einzige Wesen mit einem Organ, wo er ausgeprägt kann denken und eigenständig handeln. Sind wir da beim Penis, beim Hirn. Ja, genau. Gut. Aber, ganz ehrlich, da verlierst du mich ein bisschen, weil am Schluss, was nützt das Aufopfern, das Aufbäumen, wenn das Resultat vom Aufbäumen ja mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,9999% schon feststeht. Du verlierst. Dann wieso nicht die Energie, die du hast, die restliche Lebenszeit und die restliche Energie, die du hast, in Sachen investieren, wie Liberté TV oder ich weiß nicht was, in Abstimmungen, ich weiß nicht was, einfach in Sachen, wo du, das ist wie eine Ablenkung. Das nützt alles nichts. Aber das System grindet, nimmt dir deine Zeit weg. Lieber Dani, das nützt alles nichts, wenn wir nicht aufklären. Wenn wir nicht aufklären, auch. Aufklären ist mit Lieber TV mehr als mit so Grinding gegen irgendwelche Betreibungen. Und so. Ja, das gehört aber nicht dazu. Das gehört auch dazu. Wir dürfen doch das Unrecht nicht, das müssen wir doch ablehnen. Bei mir ist es ein bewusster Entscheid, dass die meisten Bussen, alle Unrecht, die meisten Bussen nicht zahlt. Weißt du wieso? Strick-KTV gibt es nicht mehr. Ich hätte wieder 100'000 Franken Prozesskosten. Ich hätte nicht mehr können senden. Der ganze Mist hätte mich absorbiert. Und stattdessen habe ich gesagt, mein Kampf ist der mediale. Ja. Und darum gehe ich den. Und dann nehme ich die ungerechtfertigten Bussen in Kauf. Nach dem Motto, wenn Gerechtigkeit mal kommt, wird das rückerstattet, wie in Slowenien, wie in Moskau, was auch immer. Aber billiger wer ist schafft, es. Wer schafft da die Gerechtigkeit? Wer? Das sind wir alle. Die Behörden schaffen die der Gerechtigkeit. Nein, aber wie schön, dass das funktioniert hätte, wenn ich jetzt einfach das mache, was du machst, dann gäbe es Strick-KTV nicht. Ja. Ich hätte über die Sendungen, alle Sendungen weg 100'000 Leute nicht erreicht, ich hätte viele Interviews nicht können führen, ich hätte nicht an Demos gehen, irgendwann hätte ich aufgehört, weil ich einfach gedacht habe, weil ich einfach nicht mehr leisten konnte oder weil das mich so
kaputt gefressen hat. Man muss doch einfach einen rationalen, einen pragmatischen Entscheid treffen, wie man das System, wenn man es dann will bekämpfen, am effizientesten bekämpft. Ja. Und das, was du machst, ist ja keine Effizienz bekämpfen, weil die stellt einfach noch ein paar Leute ein. Wenn viele Leute das machen, was du machst, stellt es einfach noch mal 1000 Leute ein und dann grindet es dir kaputt. Ja, aber sie gehen von der Unrechtssituation aus. Ja. Und wir verteidigen das Recht. Ja, und? Ja, und? Sie sind gebunden. Nein, sind sie ja nicht. Du meinst, sie wären es, aber sie sind es ja nicht. Sie machen es ja trotzdem. Dann tut es mir leid, dann verstehst du den Grundsatz nicht von der Verfassung und von der Rechtsstaatlichkeit. Nein, du verstehst den Unterschied nicht zwischen dem, was theoretisch vom Papier existiert und die Lebenswirklichkeit, die stattfindet. Und wer verteidigt das? Wer verteidigt das? Wenn wir das nicht verteidigen, dann ist das nicht die Bürger verteidigen, aber wie tut man es schlau verteidigen? Ja. Und das, was du machst, aus meiner Sicht, ich kann falsch liegen. Ich tue jetzt umso engagiert reden, um auf den Kern zu kommen, um das zu verstehen. Am Schluss ist es eine unhohe Energieverschwendung. Und blöd gesagt, du bist aus dem Spiel, weil du nichts mehr anders machst. Gut, das können wir ins Interview kommen und so, aber das machst du kaum etwas anderes als den Mist abwehren. Hast du vielleicht, weißt du, 50 Arbeitsstunden investiert und nachher 100 Stutz zahlst, statt einfach die 100 Stutz zahlen und die 50 Arbeitsstunden ins Liberté TV investieren. Weil es am Schluss aufs Gleiche rauskommt. Jetzt kannst du sagen, Idealismus und so, sie sind gebunden. Nein, sind sie nicht. Es ist auch keine idealistische Welt. Es ist die Frage, wie kommt man am effizientesten da an, dass die Schweiz wieder ein gerechtes oder ein gerechtes Land wird. Und da glaube ich nicht, dass es das ist, sich grinden zu lassen von Staatsanwälten, von Polizisten, die ihren Monatslohn überkommen, egal wie sie abschiffen und abkacken, wie sie lügen und betrügen und falsch interpretieren. Das ist nicht der Kampf. Der Kampf wird gewonnen, indem du die Köpfe der Leute in die Köpfe der Leute reinkommst, mit der Verfassung. Ob das immer mit der gleichen Geschichte ist, weiss ich nicht. Das kann ja sein, wenn du umwanderst, gehört es die Leute immer zum ersten Mal. Aber sag mal, wenn ich es 24 Mal gehört habe, dann wirst du mit dem 25. und ich nicht daran glauben oder es ignorieren, wirst du nicht mit dem 25. Mal plötzlich wegkommen und sagen, oh mal, jetzt habe ich es begriffen, die Verfassung ist es, ich wähle den Bundesrat, kann man nicht abwählen, ich wähle meine Parlamentarier ab. Das wird dann nicht passieren. Dann ist die Frage, was ist effizient? Oder? Und das ist Aufklärung, nach meiner Sicht ist es Aufklärung. Wir brauchen einen Kulturwandel, die Leute müssen die Freiheit wieder gerne bekommen. Sie müssen schätzen, was wir haben. Sie müssen merken, dass der Woke-Bullshit-Gift ist, dass der Pfnüssel ein Witz war und dass die Ukraine einen Scheiß angeht. Oder? Und das geht über Aufklärung. Aber wenn du dich so aufopferst, fast schon, in einen Behörden-Admin-Scheiß inne, dann wird dir die Energie genommen, die du kennst, effizienter nutzen, sagt das eben mit Verfassung bewerben oder auch mit ein bisschen, sagen, mit vielfältigeren Themen, wie du mit Liberté TV wirst machen. Das ist meine Meinung, oder? Aber ich kann falsch liegen und wahrscheinlich hasse mich jetzt ein paar Zuschauer. Aber weil du so lange redest und ich nicht mehr. Nein, weil du Legende bist. Sagen, ja. Ich habe nicht viel, jetzt habe ich also lange nicht viel gesagt. Gell? Nein. Und ich mache ja Konversationen, nicht Monologen. Ja, nein, ist klar. Du, es ist. Ja, es ist. Ich lasse dich jetzt schlucken. Entschuldigung. Ich muss jetzt auch gerade etwas schlucken. Schlucken. Ja. Nein. Look, ich mache das schon so lange. Und ich hinterfrage mich auch immer wieder. Und ich sehe aber auch, wie es läuft. Und ich sehe auch, wie sich gewisse Sachen verändern. Zum Teil zum Besseren. Aber was man in den letzten Jahrzehnten gehabt, ist eben immer mehr zum Schlechteren gegangen. Und wir müssen das mal irgendwo stoppen. Und wir müssen es eben friedlich stoppen. Wenn wir auf dieser Basis, wie ich mache, mir kommen die Töne immer wieder rüber. Heisst wieder, ja, glaubst du nur an das, oder? Es gibt eh mal Krieg und es klopft doch, es gibt nur noch das, oder? Ja, ich bin gegen Krieg. Und darum versuche ich das noch auf dieser Basis wirklich das Recht aufrechtzuerhalten. Weil das haben wir. Das müssen wir nicht erfinden. Wir haben das und es ist verbindlich und gültig für alle, vor allem für die staatliche Aufgaben wahrnehmen. Und darum müssen wir doch in der direkten Demokratie, wer denn, wenn nicht wir in der direkten Demokratie, soll dann Grundrecht und Menschenrecht verteidigen und auf den ersten 9 Seiten. Das bist du niemand. Du fängst mit welchen Mitteln? Was sind die effizienten, richtigen Mittel, die zielführend sind? Und wer hat die Effizienz erreicht in den letzten Jahren? Ob es das letzten 30 Jahre oder die letzten 3 Jahre gewesen sind. Wer hat Effizienz erreicht? Es geht ja immer weiter runter.
Und es gibt aber, ich stelle fest, ganz viele Leute, wo eben umdenken und wo eben an diesen Beispielen, die jetzt laufen, ich meine, wenn sie mich verhaftet oder wenn sie mich verurteilen für das, was ich mache, das weckt auch Leute. Und ich wollte nicht als Märtyrer ändern oder irgend so etwas. Es geht mir wirklich darum, dass wir die rechtsstaatliche Ordnung, wo schlussendlich unser Glück, unser Lebensglück auch davon abhängt. Weil offenbar sind die Menschen nicht, die meisten Menschen nicht fähig, dass sie selber ihr Glück finden, sondern sie müssen da irgendwelche Behörden, irgendwelchen Staat, wo für sie schauen, haben. Das finde ich eben nicht richtig. Und es hat genug Beispiele, wo eben selber sich das Leben gestaltet. Ich habe ganz viele Menschen um sich, wo eigentlich autark leben praktisch, oder? Wo für sich selber schauen und sich nicht reinreden lassen. Und Leute, Menschen, die auch den Staat ablehnen in dieser Funktion, wenn er jetzt ist. Und die dann eben so weit gehen, dass sie es eben komplett ablehnen wollen, weil sie ja gar nichts mehr glauben. Und ich meine, ich tue jetzt halt einfach das, was für alle gültig ist, wo man sich als Gesellschaftsvertrag gemacht hat und wo man jetzt ja feiert in diesem Jahr. Das feiern ja die grössten Verbrecher, grössten Verbrecher in Anführungszeichen, die noch nicht verurteilt sind, aber Taten geleistet haben, dass man sie eigentlich als Verbrecher müsste verurteilen, wenn das Strafgesetzbuch ja von 5 Jahren Gefängnis redet und so Sachen, wo ganz eindeutig der Fall ist. Da siehst du die begrenzte Macht von der Verfassung. Die liegt an uns. Wenn wir die Verfassung nicht verteidigen, wer soll sie denn verteidigen? Aber es geht nicht darum, sie zu verteidigen, es geht darum, wie. Oder? Und ich sage mal, der einzige Fall, den du richtig jetzt ernsthaft verfolgt hast, jetzt der, wo ich freigesprochen worden bin, wo ich jetzt als Journalist anerkannt bin, kann ich sagen, der hat wirklich einen Nutzen gehabt. Erstmal die Massenmedien müssen schreiben, dass ich freigesprochen worden bin. Sie haben müssen wieder eine Begründung schreiben, dass ich Journalist bin. Das ist jetzt zufällig, hätte ich auch anders ausgehen. Wirklich ein sehr effizienter Justizfall gewesen, der sich richtig gelohnt hat, auch wenn er mich ein paar tausend Franken kostet. Oder viel tausend Franken kostet. Aber da gibt es ganz viele andere Sachen. Beispiel, ich habe ja auch zum Teil Bussen eingefangen, die einfach nicht die gleiche Relevanz haben. Man muss sagen, was lohnt sich? Wo ist es lässig, ein Präjudiz zu schaffen? Wo ist es interessant, juristisch? Und sagen wir mal, wenn ich jetzt Zeraffengebühren nicht mehr zahle, zum Beispiel, ist das einfach juristisch nicht interessant. Weil am Schluss das Resultat steht fest, am Schluss zahlst du den Mist. Und es ist belanglos am Schluss, aber es kostet dich eine hohe Zeit und Geld. Du zahlst nicht nur Zinsen drauf, du zahlst Verfahrenskosten und all den Mist. Und man muss sagen, das wäre jetzt kein schlaues Verfahren. Und es war ja nur mit mir schlau gewesen, weil ich die Publizität überkomme von den Massenmedien und mit Stricker TV einen eigenen Kanal habe, um es publik zu machen. Wenn jemand anderes immer das Gleiche hätte, aber er hat blöd gesagt, einfach keine Öffentlichkeit gefunden, die Massenmedien interessieren sich nicht für ihn und so weiter, dann wäre auch der Fall, der eigentlich juristisch sehr spannend wäre, gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch wertlos. Und darum frage ich mich, was ist die Effizienz? Also ich denke, das ist wirklich das, was mich umdreht seit 3 Jahren, was ist der effiziente Weg, um die Schweiz zu einem schöneren Land zu machen? Und ich komme immer mehr zum Schluss, dass einfach Politik, wir haben auf die Politik, wo Kultur uns vorschreibt, Kultur bestimmt und wir müssen eine Kultur von der Freiheit wieder zelebrieren, wo die Leute Freiheit wieder gerne überkommen. Und das ist mittlerweile da, wo ich das Gefühl habe. Ja, und das ist Grundlage. Das ist einfach Grundlage dazu. Und aber es ist nicht der Weg, um die Leute zu überzeugen. Es ist ja, nicht logisch, sexy, dann, so alte Papierbüchlein in die Luft strecken. Mit einer Religion kann man sie überzeugen. Das ist keine Religion. Das ist unser Recht. Mit Religion heute einfach niemand mehr. Das ist wirklich unser Recht. Und alle Behörden, die 3 Finger aufheben, die sind an das gebunden. Und wenn es unsere Behörden den Eid, den sie müssen leisten, das ist die Pflicht, wenn sie den brechen, dann, und das müssen auch wir mitbeurteilen, wir sind auch schlussendlich die, die richten, indem wir etwas mitmachen oder eben nicht. Wenn wir Nein sagen, zu der Willkür wirklich konsequent Nein sagen, dann haben wir es in der Hand und wir haben auch das Recht dazu. Oder sogar die Pflicht,
für unsere Nachkommen. Wir müssen in Liebe zu unseren Vorfahren, die so etwas geschaffen haben, und auch in Verantwortung gegenüber unseren Nachkommen, müssen wir die Rechte verteidigen und müssen es auch leben. Aber jetzt bist du wirklich auf einem Hickhüterblatt, da hast du dir schon 10-mal Recht gegeben. Wir müssen die Rechte verteidigen und Verfassung verteidigen, aber mit welchen Mitteln? Ist das der Weg, dass du recht, dass du 100 Stutzen zahlst, nachher vorgeladen wirst, dort musst du machen, am Schluss zahlst du es dann trotzdem. Jetzt hast du in der Sendung erzählen, für den gewissen Nutzen, dass andere wissen, wie das, was da für Ungerechtigkeiten passieren. Aber wenn das jetzt nicht gehabt ist, dann ist es einfach du und der Michi und für deine Kollegen, was ist der Nutzen? Ich sehe die Effizienz vom Widerstand, wenn wir doch sonst schon die schlechteren Karten haben, die kürzere Hebel sind, oder? Dann müssen wir doch möglichst effizient dagegen sein. Ja, ich meine, wir machen ja die einzige Möglichkeit, die friedlich bleibt. So. Nein. Und es gibt Initiativen, es gibt Referenden, es gibt eben Aufklärung, ja, mit einem Stricker-TV. Was gibt es noch? Es gibt URIG, es gibt Verbündnisse wie KMU, es gibt Aufrecht, es gibt 100 Methoden. Ja, natürlich. Oder? Natürlich. Das kann man kann sich gruppieren oder man kann individuell auch arbeiten, wo man dann nachher auch wieder Gruppierungen macht. Ich meine, es hat jetzt wahrscheinlich heute auch ein paar ich habe jetzt nicht mal Zeit gehabt, um Werbung zu machen, aber wahrscheinlich jetzt ein paar Zuschauer und die machen sich auch wieder ihre Gedanken. Und, aber ist die Aufklärung der Sendung, oder? Ja, also, wenn du verhaftet worden bist und Ueli Maurer erwähnt dich, dann ist das effektive, effiziente Widerstand. Weil der Bundesrat hat Kenntnis genommen von dem, was du machst, oder? Das ist wertvoll. Ja, aber 100 Stutz nicht zahlen, ist gleich. Aber es tut, wie die Walliser Kanne, das Restaurant und so weiter. Die Sachen, klar, man kann nicht immer steuern, was am Schluss dann etwas bringt und was nicht. Aber ich würde sagen, 100 Franken Buß nicht zahlen und dann doch zahlen, ist ein Paradebeispiel von einem ineffizienten Widerstand, weil es dich Energie kostet, Zeit kostet, die darf ich nicht, aber andere müssen nicht das Angst machen, dass sie ins Gefängnis müssen. Bei mir war es der letzte Moment gewesen, zum Handeln, dass ich nicht durch eine andere Tür rausgegangen bin als der Michi. Aber oder? Jetzt von Anfang an, dass es dorthin führt, hat man eigentlich gewusst, oder? Nein. Von Anfang an? Nein. Jetzt gehst du ins Gefängnis oder zahlst die Buße oder wanderst du aus? Ich muss doch nicht flüchten. Nein, ich sage, das sind die drei Optionen, die du hast in der Schweiz. Ich muss doch mit so einem Recht in der Hand muss ich doch nicht flüchten. Nein, aber du musst 100 Franken zahlen. Dann bin ich falsch. Aber das ist eben auch falsch. Die 100 Franken ist eben auch falsch. Aber du musst zahlen. Das ist noch nicht aller Tage Abend. Ich meine, wir müssen weitermachen. Das darf doch nicht sein, dass wir ein Staatswesen haben, das über uns dominiert, über uns freie Menschen dominiert. Und das ist nachher einfach gegessen, wenn sie jetzt mal gewonnen haben. Bin ich mit dir einig? Ist nicht gut, aber es ist Fakt. Der Staat ist nicht die Mehrheit. Der Staat ist nicht die Mehrheit. Und der Staat wird einmal den Volkszorn zu spüren bekommen. Wirklich, ja. Und da bin ich nicht der das provoziert hat. Ich stehe friedlich da und tue die Leute erinnern an ihre Rechte. Aber sie machen es selber. Der Staat übertreibt es so. Sie tun es so neben dem Gesetz durchhandeln, in fremdem Interesse, gegen die eigenen Bürger, die sie vertreten müssten, dass das nicht gut rauskommt. Und ich teile das nicht. Ich mache jetzt einfach eine friedliche Verteidigung von der verfassungsmäßigen Ordnung. Einerseits zum Behörden aber irgendwie ein bisschen zu bremsen und andererseits auch die Menschen wecken. Was wir da für ein wunderbares Instrument in der Hand haben, das unsere Vorfahren vor 175 Jahren geschaffen haben und wo man jetzt immer wieder versucht abzuschwächen oder zu verändern, wie auch 1999, wo es eben Elemente drin hat, wo fremde Interessen eben praktisch mehr befolgt werden nachher, weil man es eben auch nicht vom Grundsatz her interpretiert, sondern eben von den Sachen, wo man eben, wie das Völkerrecht und so, tut man völlig falsch, also wenn man mit dem 190er-Artikel, den man da rein hat, tut man es eigentlich völlig falsch interpretieren, weil das Völkerrecht muss die Völker schützen
nämlich das Rechte der Völker, also die Verfassung schützen und nicht umgekehrt. Also wenn immer jemand sagt und sagt, der 190er macht die Verfassung ungültig, dann ist das völlig falsch. Und darum, wir müssen unsere Rechte verteidigen, unsere Grundrechte. Und dann halt eben auch mit so, da dürfen wir uns auch nicht zu Unrecht büssen lassen. Und aber am Schluss werden wir es ja machen. Aber ja, das ist noch nicht aller Tage Abend. Also er hat jetzt, der Michi hat jetzt die 100 Franken gezahlt, damit wir miteinander die gleiche Tür aushängen können. Eben, und die kommen dann nicht mehr zurück, die 100 Franken, außer gibt eine Amnestie oder so. Ja, da müssen wir noch schauen. Ob die, ich meine, mir aber willst du noch mehr Zeit investieren in die 100 Franken? Das meine ich mit ineffizient. Es geht ums Prinzip. Mhm. Es geht mir nicht um die 100 Franken. Es geht um das Prinzip. Ich meine, es kostet mich viel mehr als 100 Franken. Meine, dort machst du es effizienter. Das ist doch nicht mein. Aber es geht auch um die Prinzipien. Wenn wir es rauslassen, wenn wir jetzt deinen Weg gehen, dann kommt das immer mehr. Die Bussen werden immer grösser. Der Staatsdruck. Der Druck von dem Staat, von den Organisationen, stell dir mal vor, der Staat, ein Gassis, wo ich auch dort eine Strafanzeige gemacht habe gegen ihn, der hat gesagt, wo er gefragt worden ist, ob das normal ist, dass wenn jemand mit einem Autofall ins Spital kommt und nachher der stirbt und Corona positiv getestet wird, dass das ein Corona-Toter ist. Also schlussendlich dann die Statistik verfälscht, oder? Und dann sagt der Gassis, ja, das ist normal. Genau das sei eben völlig normal, dass man nachher den Totenschein mit Corona-Toter ausstellt, wenn er mit einem Autounfall umgekommen ist. Das ist Urkundenfälschung. Das hat mir sofort, ist mir das wie ein Blitz durch. Das ist Urkundenfälschung. Und nachher hat er noch Landesverrat gemacht, wenn er gesagt hat, aber das hat nicht die Schweiz bestimmt, das hat die WHO. Damit alle gleich zählen, damit alle gleich falsch zählen, tut man es dann auf dem Weg machen. Also das kann es ja wohl nicht sein. Also wenn sich dann die Schweizer Justiz an dem orientiert, gute Nacht. Mhm. Also das ist nicht unser Rechtsstaat. Und darum habe ich dann dort halt wohl erst fast ein Jahr später, aber ich habe eine Strafanzeige gegen den Gassis und gegen den Gesamtbundesrat und gegen die Bundesversammlung und so weiter gemacht in verschiedenen Punkten. Ich muss sagen, ein bisschen gemein bin ich auch gewesen. Ich hatte die Auflösung schon angekündigt, aber mir hat jemand gesagt, sie will wissen, wie du tickst. Oder? Und ich habe da die Gelegenheit wahrgenommen, dass ich mit dem Thema da rumreite, so sage ich mal, auf den Kern zu kommen vom Ding. Und ich habe auch herausgefunden, ich habe es aber auch angetönt. Und sonst ist es der gleiche Kampf, das gleiche Gespräch mit Malek Ganyu hatte, dass er einfach ein absoluter Idealist ist. Er macht, was richtig ist. Oder? Und er schaut auch wie du nicht auf Effizienz. Und ich finde das bewundernswert. Ich selber, gell, ich bin 20 Jahre Kleinstunternehmer gewesen, Kleinunternehmer. Ich musste schauen, wie komme ich effizient zum Ziel, wird man effizient auf mich aufmerksam, wie kann ich effizient Kunden gewinnen, Kunden bedienen, oder? Kunden ich war 30 beliefern. Jahre Unternehmer gewesen. Genau, aber, dann, ja. das ist was mich anders prägt, als dich. Mir geht es wirklich darum, um Effizienz. Und bei dir, du bist wieder Alec Gagneux, ihr sind ganz andere Typen, aber ich sage mal, ihr sind beide ein Stück weit einfach Idealisten. Und offenbar ist es euch wichtiger, was für euch im Herzen sich richtig anfühlt und das machen da, während ich für ein Stück weit einfach mehr überlege, was bringt es, wenn ich es mache, und dann halt einmal mein Herz ignorieren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Auflösung von dem Zwiegespräch, das ich jetzt ein bisschen inszeniert auch habe. Ja, das ist eine Möglichkeit. Deine Möglichkeit ist natürlich da. Und ich meine, du bist jetzt auch in einem Mittelbereich, drin, oder? Wo man versucht, einen Weg zu gehen, der irgendwo vernünftig ist. Aber effizient, ja. Wenn wir aber weiter schauen, dann geht eben das Anpassen, das kann eben auch in eine Sackgasse führen. Und so was jetzt da läuft, mit dem da, wenn wir das richtig anschauen und was da im WEF oben abgeht, was in der WHO abgeht, was auch dann die UNO leistet und solche Sachen, das ist nicht das, was nachher irgendwann Menschenwürde garantiert. Und wenn wir uns aufgeben, schlussendlich, nur
weil es jetzt halt einfacher ist, dann machen wir unseren Nachkommen keinen Dienst. Weißt du, wenn du der Roger Federer bist, dann macht es nicht sehr viel Sinn, dass du den Rasen selber meinst. Wie der Roger Federer kann ein Nike-Shooting gehen und in einer Stundenstelle ein paar hunderttausend Franken verdienen, während sein polnischer Gärtner ihm den Rasen meint für 50 Stutz oder so oder 100 Stutz. Oder? Mhm. Und das ist natürlich das, da gibt es in der Wirtschaft einen Begriff dafür, auf Englisch ist leider jetzt gerade vergessen, aber das ist quasi jede Gelegenheit, die du wahrnimmst, gibt es eine andere Gelegenheit, die du nicht kannst wahrnehmen, weil du mit dem absorbiert bist. Wenn er an der Rasen mähen kann, nicht das Fotoshooting. Und dann macht es einfach Sinn, dass man auf gewisse Sachen verzichtet, zum am Schluss plötzlich 100'000 Franken heimnehmen. Dann kann er sich nicht nur den Rasen mähen lassen, er kann noch viel gut arbeiten, kann sich noch Haushaltshilfe, was ich so drauf alles auch noch habe. Und am Schluss ist es sinnvoll für den Roger Federer, dass er nicht den Rasen mäht. Und für den Paul, ich sage also von Paul, ist es sinnvoll, dass er den Rasen mäht, weil das für ihn die beste Art ist, noch seine Zeit investiert. Oder? Und darum denke ich, so funktioniert die Gesellschaft. Und bei mir als Stricker TV, wenn man auf Effizienz redet, ist es einfach effizient gewesen, mich in die Juristerei reinzulassen, weil es mir viel zu teuer gekommen wäre, weil es mir viel zu viel Energie gebunden hätte und weil es auf Kosten gegangen wäre von der Aufklärung, die ich über das Stricker-TV erreichen konnte. Jemand, der komplett keine Öffentlichkeit hat, der kann vielleicht wirklich einfach sagen, jetzt sind wir einfach die Behörden ein nerven, indem dass ich sie Geld koste oder so. Die Behörden nerven uns. Ja, aber ich sage nur, der nervt halt zurück, wie immer. Da kann man sich dann schon verschieden überlegen, wie man das macht. Oder? Leider kommt das englische Wort nicht in den Sinn und die deutsche Übersetzung gerade auch nicht. Aber du weißt, was ich meine, das Abwägen, was ist am Schluss das Richtige, das ist halt je nach Situation, wo du selber reinsteckst, verschieden. Ja, aber man sieht, dass einfach der Weg in die falsche Richtung geht, dann muss man eben wirklich das Ruder rumreißen, oder? Und wir haben ja, die Richtung ist ja vorgegeben, wir haben sie ja. Aber die am Steuer sind, die ziehen in die falsche Richtung. Und das müssen wir doch stoppen. Das müssen wir doch erstens mal erkennen, wohin führt der Weg? Oder welchen Weg fahren wir? Und wohin führt der Weg? Und dann müssen wir doch mal stoppen. Wann wollen wir denn, wenn es kein Zurück mehr gibt? So wie der Juncker dort mal, der Säufer Juncker, erzählt hat, oder? Was sie für einen Weg fahren. Ja, es ist, der Fisch wird im warmen Wasser. Der Säufer Juncker? Ja, der Säufer Juncker. Der Juncker, der Säufer. Oder, meinst du nicht Johannes der Täufer? Nein, Juncker, der Säufer? Ja, der im EU, in der EU-Organisation vorgestanden ist, jahrelang. Jean-Claude Juncker. Jean-Claude Juncker, ja. Mit der Schnapsnase. Ja, ist schon legendär. Süffel gsi. Ist nicht etwas, was ich jetzt ihn zu Unrecht so bezeichne. Oder? Das ist ja offen, ein offenes Geheimnis, dass er das gemacht hat. Oder? Aber einfach, wenn wir solche Leute haben, oder, wo uns das noch sagen, wie es ins Absurde läuft. Oder? Das wird ja auch ich meine, ein Harari, der sagt ja, was sie vorhaben. Ein Schwab sagt ja, was sie vorhaben. Die tun ja offen mit dem kommunizieren. Warum nehmen wir das nicht auf? Warum nehmen wir das nicht ernst, was da läuft? Und wir haben immer wieder die Anzeichen, aber wo wir sehen, wie die Richtung so das geht. Wie? Du und ich nehmen es so ernst. Ja, aber ganz viele, das ist Brot- und Spiele-Effekt, oder? Ganz viele, wenn man die Masken abziehen darf, dann fühlt man sich wieder frei. Oder? Wenn man nicht mehr jeden Tag testen muss, dann fühlt man sich wieder frei. Hey, das war die Abnormität gewesen. Und wenn man in den Normalzustand kommt, ist das immer noch keine Freiheit. Dann ist das erstmal der Normalzustand. Dann müssen wir doch die Freiheit müssen wir doch immer wieder verteidigen. Und für das haben wir da. Wir haben das Beste von der Welt. Aber wir verlieren es, wenn wir es nicht verteidigen. Das ist eben das Problem. Und darum, ich kann ja nicht alles machen. Und ich will ja auch nicht alles machen. Wir sind ja Gemeinschaft. Aber ich kann doch einen Input geben, ist wirklich ernst. Und die Verfassung, an dem es aufstrecken, ist so ein Input, der dich quasi zur Legende gemacht hat im Widerstand. Jeder kennt dich. Und das ist, jetzt kommt das Wort in den Sinn, Opportunitätskosten. Oder jede Möglichkeit wahrnehmen, kostet etwas.
Oder? Und deine Möglichkeit, jetzt wahrzunehmen, auf den Platz zu gehen und das Ding aufzustrecken, die Verfassung, das hat etwas gekostet, es muss nachreisen und alles, aber es hat am Schluss einen Impact auf ganz viele Leute. Und das ist eine Opportunitätskosten, die sich gelohnt haben. Oder? Während ich finde, 100 Franken Buß nicht zu zahlen und dafür am Schluss 1000 Franken ausgeben und als ich das von Kredit nach Pläti zu reisen, ist mich jetzt, das ist eine andere Opportunitätskosten. Das hast du auch können machen, oder? Aber in dieser Zeit hast du nicht können auf dem Platz stehen, hast du nicht können aufklären, hast du nicht können Liberty TV machen und so weiter. Das ist das, was ich auch wollte sagen. Es braucht aber eine gewisse Konsequenz für Glaubwürdigkeit und alles, oder? Aber das ist jetzt bei mir nicht etwas, was ich steuern muss. Ich glaube, dass der Mangel an Glaubwürdigkeit hättest, wenn du 100 Franken verzahlt hättest. Ich glaube, dass meine Glaubwürdigkeit schadet, dass ich meine Bussen einfach gezahlt habe. Ja, das ist aber nur ein Teil, ist nur ein kleines Teil mit diesen 100 Franken jetzt. Oder? Ich meine, es ist ja dann nachher auch weitergegangen auf dem Betreibungsamt und so weiter. Und ich habe mit der Bank auch müssen ein ernsthaftes Wort eben, reden. Das kostet so Energie und Zeit. Am Schluss sind wir noch bei der Gemeinde. wo wir gestern einen Behördenmarathon gemacht haben. Am Schluss waren wir in der Gemeinde und dort ist so meine Abmeldung gegangen, wo man auch nicht wollen akzeptieren und so weiter. Jetzt ist man dort wieder dran. Oder? Ich habe mich von der Gemeinde abgemeldet, passt da. Oder? Und ich bin unterwegs und jetzt muss das auch wieder geklärt werden. Und ich bin kein Steuerflüchtling. Kannst du kein Fahrender sein? Darfst du dich als Zigeuner definieren? Ja, warum nicht? Das wäre etwas, was ich fordere. Warum nicht? Wir haben doch Gleichberechtigung. Ja. Was dürfen die Zigeuner sagen? Sinti und Roma und was auch immer? Ich darf sagen, ich bin eine Frau. Ja. Was soll das? Es ist rechtlich gestützt. Darf ich auch sagen, ich bin ein Zigeuner? Es ist, natürlich haben die eine andere Lebensphilosophie, eine andere Ideologie und alles zusammen noch. Aber warum darf ich die nicht annehmen? Mhm. Das ist einmal weniger schlimm, als wenn ich mich als Mann verleugne. Das ist mein beliebtester Twitter-Post, den ich jemals abgesehen habe. Ich bin jetzt so ethnofluid. Oder? Ich bin nur genderfluid. Manchmal bin ich auch eine weibliche Indianerin. Ich bin auch ethnofluid. Am Montag bin ich ein Weißer, am Dienstag bin ich Rothaut. Ja, das lasse ich dir. Das überlasse ich dir. Genau. Das soll ja so sein, aber es darf kein Zwang sein. Genau. Oder? Und wir haben noch ich weiß gar nicht, spät das ist, wir haben noch ganz viel zu tun. Und wir haben alles in der Hand. Das ist ja nur das Symbol, das ich mache, das aufhebe. Wir haben alles in der Hand. Und ich tue ja nicht mit Gewalt, tue ich das verbreiten. Und es ist auch kein Irrglaube. Das habe ich auch nicht gesagt. Wir haben es in der Hand. Ich kann einfach nicht das, was du machst, mit einem, so vergleichen, dass es wie eine Religion ist. Ich würde sagen, die reine Tätigkeit, die physische Tätigkeit von A nach B nach C gehen und die frohe Botschaft verkündigen. Ja, ich finde die frohe Botschaft allerdings sehr wertvoll, werde mich von Religionen nicht viel halten. Aber ich will sagen, da sehe ich einfach Parallelen, aber ich würde damit nicht wollen, das schmälern, was du machst. Ja, das ist einfach. Das ist zu einfach. Weißt, da macht man sich wirklich zu einfach, wenn man sagt, er ist sektierisch unterwegs. Habe ich nicht gesagt. So. Ich habe vorhin gesagt, die physische Arbeit erinnert an das. Es ist halt auch ein bildlich. Verfassung ist das Gegenteil von Ideologie. Also weißt du, was ich meine? Das ist wie Freiheit, das geht auf Ideologie. Das ist nicht das, was ich auch ausdrücken wollte. Das habe ich auch nicht ausgedrückt. Ja, es hat einen ganz anderen Stellenwert, oder? Im religiösen Gesetz anders. Der findet das sehr vergleichbar. Ich finde es inhaltlich auch nicht vergleichbar. Ja, ich meine, Religion soll erlaubt sein. Das soll völlig frei erlaubt sein, solange es den anderen nicht schadet. Aber das ist eben der Gesellschaftsvertrag, den wir haben. Und ich meine, wir haben die beste Verfassung der Welt. Also, warum sollen wir die nicht verteidigen und pflegen und uns in anderen jetzt sind wir wieder nicht in den Blättern. Niemand bestreitet das ja. Sondern die Frage ist, mit welchen Methoden. Oder? Aber faktisch tut man es eben, schlussendlich eben vernachlässigen und bestreiten. Letztendlich, oder? Und es ist einfach relativ unsexy, oder? Das ist so. Weil immer das Gleiche drin steht. In 20 Minuten steht ein paar Stunden etwas Neues. Ja, wohin führt die Gauklerei? Wohin führt die? Sie macht ja die Menschen komplett unselbstständig. Sie tut den Wert des Menschen zerstören. Man tut sich nur noch in die Abhängigkeit begeben, in Hoffnung. Aber man kann sich nicht mehr selber, man existiert nicht mehr selber. Also man tut sich nicht mehr selber weder den Lebensunterhalt bestreiten, noch man tut sich einfach unterordnen. Mhm. Und wohin führt das? Das ist völlig unmenschlich. Und da müssen wir nicht gläubig sein. Vielleicht ist es auch allzu menschlich, dass sich die Leute einfach gerne unterordnen. Das ist da
eine traurige Erkenntnis für den ganzen Mist. Schade. Das ist aber schade. Ja. Weil wir haben, meine, in der aber Tier- nur weil es schade ist, ist es nicht weniger wahr. Ja, ist aber ist wirklich eine Entwicklung, die wir nicht unterstützen sollten. Wir sollten doch im Mensch sollte man doch wirklich mit auf den Weg geben, dass er ein selbstständig denkendes und handelndes Wesen ist. Und zwar in ganz weiten Bereichen. Wer denn, wenn nicht der Mensch, der so geschaffen ist? Und da muss man jetzt nicht einmal gläubig sein, sondern da kann man einfach naturwissenschaftlich nur einmal in sich hineingehen und vergleichen mit anderen Wesen, den anderen Lebenswesen. Wir sind ja gesegnet eigentlich mit mehr als andere Lebewesen. Insgesamt. Also wir können selber denken und eigenständig handeln. Und die anderen Lebewesen, die gehen halt vielfach in meinen Instinkt nach. Wir haben dann nur die Illusion, dass wir unseren Willen selber steuern. Das ist aber, nein, die Illusion, wir können es machen. Das kann jeder machen, es hängt von jedem selber ab. Eine Katze meint auch, jetzt will ich fressen, jetzt kann ich fressen. Jetzt will ich schiessen, jetzt kann ich schiessen. Ja. Am Schluss hat sie auch ihre Wille, aber ob das wirklich ein Wille ist. Das können wir auch, aber wir haben noch mehr Möglichkeiten. Ist für die aber auch programmiert? Nein, es wird nur immer wieder begrenzt von anderen, die eben übergriffig werden, die sich in andere einmischen. Und darum, ich rede das philosophisch, ich rede das jetzt, sage ich mal, evolutionär auch, dass es einfach so ist, dass es nicht klar ist, dass der Mensch einen freien Willen hat. Alles, was wir machen... Wenn wir uns steuern lassen von da was? Nein, nicht nur dann. Ich rede auch, wenn wir uns nicht politisch steuern lassen. Das ist einfach das Programm, das abläuft, wenn kein Mensch um uns herum ist. Also das ist einfach nicht sicher. Der Mensch ist ja unterschiedlich noch gestaltet und so. Die einen haben mehr von dem, die anderen mehr von selber. Ja, aber es ist umstritten, ob überhaupt jemand einen Willen hat, einen freien Willen hat. Zum Beispiel, du kannst jetzt wollen, du kannst wollen, etwas machen, aber du kannst nicht wollen, was du willst. Ein Stück weit schon, wenn ich alleine bin. Du kannst nicht wollen, was du willst. Ich kann nicht fliegen. Nein, zum Beispiel, wenn du jetzt willst, auf den Platz gehen und die Verfassung aufheben. Ja. Du kannst nicht etwas anderes wollen. Du willst das. Du kannst nicht sagen, jetzt will ich etwas anderes wollen, jetzt will ich Fernsehen schauen. Nein, du willst jetzt auf den Platz gehen. Ja, du kannst nicht wollen, was du willst. Und schon das wäre ein Beleg dafür, dass wir wirklich einen freien Willen haben. Oder? Aber das ist ein philosophisches Thema, das müssen wir sehen oder mal ein bisschen ausführlich besprechen. Aber ich sage nur, wenn du sagst, wir haben einen freien Willen, ich weiß es nicht. Aber es gibt viele Indizien, dass wir das nicht haben. Ja, wir lassen uns leiten, wir lassen uns steuern von irgendetwas, das vorgegaukelt wird. Aber, und nein, ich meine nicht, ich rede nicht von Manipulation, ich rede vom menschlichen Wesenskern, dass alles, was du machst, wenn du der einzige Mensch auf dem Planeten bist und du meinst, ich kann jetzt entscheiden, ob ich jetzt auf Afrika gehe oder auf Amerika, am Schluss die Entscheidung gar nicht hast, sondern es ist ein Programm, das dir innen abläuft. Und das Programm ist einfach so komplex, dass es von außen wie Zufall oder wie unstörbar wirkt. Aber in Wahrheit ist es ein Programm, das abläuft, wie die Genien ist, zusammen mit dem Wirken vom Umfeld. Und du selber nichts selber entscheidest, im ganzen Leben nicht. Das ist einfach nicht bewiesen, oder? Aber es ist nicht wieder leid. Das ist jetzt, da gehen wir jetzt tief in eine Philosophie, in eine Ecke wo man nicht kann heben. Genau. Oder, du hast die Lebensverfassung, die kannst du heben. Ja, die kann ich heben. Genau, die kann ich verstanden. Ich habe es verstanden. Und nicht einmal die ganze Verfassung. Wir müssen einiges in Disposition stellen, weil es eben auch verfassungswidrig ist, was in der Verfassung drin ist. Du bist, aber ja. es muss wirklich... wir haben auf den ersten 9 Seiten haben wir das Wichtigste drauf, wo eben der Mensch die Möglichkeit hat, dass er ein Mensch sein kann. Und das müssen wir doch verteidigen. Und sonst, wenn wir nur noch den Instinkt haben und irgendetwas der Instinkt. Also Tiere haben den Vorteil, wenn sie einen Instinkt können nachgehen können, der nicht gestört ist durch irgendwelche äußeren Einflüsse, dann können die überleben. Problemlos überleben, solange ihre Lebenszeit ist. Aber der Mensch, der kann selbstständig selber denken. Und da hat man jetzt einfach einen gesellschaftlichen Rahmen gesetzt und da haben die Leute gedacht. Also das ist nicht umsonst, dass wir jetzt die 175 Jahre feiern, oder? Genau. Von der Bundesverfassung. Aber es ist einfach, es wird von denen gefeiert, vor allem, die eigentlich weit von der Verfassung weg sich bewegen, von den Rechten und Pflichten, die sie müssten einhalten, zwingend einhalten, oder? Und gut,
Genau. Jetzt vielleicht, wenn wir auf den Schluss gehen, ich überlege gerade, wenn wir noch Schlusswort machen, wo nicht mit der Verfassung zu tun hat. Kannst das? Überraschung. Kannst das? Ein Schlusswort, das nicht mit der Verfassung zu tun hat. Probier mal. Ja, ich meine, also der Mensch muss mal atmen, damit er überlebt, oder? Aber es ist eben nicht nur das Atmen, das mechanische Atmen und so, sondern wir sollen eben auch denken, und zwar selber denken und sich nicht leiten lassen. Also der Mensch ist so wertvoll, er hat so viele Möglichkeiten. Warum tun wir uns unterordnen? Und wohin das geht, das sehen wir jetzt. Also wir müssen wirklich auf die Bremse stehen. Wir müssen den Notschirm ziehen, damit wir noch einigermaßen können, vernünftig landen, wo es noch menschlich ist und eben nicht in eine abstruse Skiwelt geht. Also wenn das, was jetzt im WEF oben abläuft, unter dem Schutz, wohlverstanden, unter dem Schutz von der Schweizer Landesverteidigung und von Kantonspolizisten, die müssen die Schweiz schützen und Menschen schützen. Wir nähern uns der Verfassung, merkst du? Ja, fast. Aber es geht wirklich um das Menschliche auch. Also, selber denken ist schön. Eine menschliche Eigenschaft. Die Möglichkeit haben wir, also müssen wir uns auch selber verteidigen. Und wir müssen uns einfach vorstellen, was würden wir machen, wenn es den ganzen Staat nicht gäbe? Und dass wir überleben könnten, das wäre vielleicht einmal etwas, wo wir uns mit auf den Weg nehmen können. Wir haben die Möglichkeiten als Mensch, dass wir ohne einen Staat überleben können. Und da sollte man vielleicht mal daran denken. Und dann auch entsprechend einen Schritt in die Richtung machen. Und den Rahmen haben wir wieder dann. Wir haben den Rahmen dazu. Ihr seid ein Magnet, das man will trennen. Es geht einfach nicht. Ihr seid miteinander verbunden. Das ist deine grosse Liebe vom Leben. Nein, es ist keine Liebe. Es ist eine Notwendigkeit. Und du bist nicht homosexuell. Es ist deine Verfassung. Und du definierst dich als Mann. Es ist eine Notwendigkeit. Oder? Weil wir eine Gesellschaft sind, brauchen wir einen Gesellschaftsvertrag. Und wenn zum wir aufhören, einen Gesellschaftsvertrag haben, müssen wir den einhalten. Ich habe es verstanden. Wirklich, ich glaube, hätte jeder verstanden. Es geht mehr und nicht weniger als unsere Freiheit. Nicht. Das ist wie Vögel sich orientieren. Die haben auch mit dem magnetischen... Oder? Und die hat sich auch wie magnetisch. Ja. Die Vögel, die in den Süden fliegen. Yeah. Ja, du fügst dich immer richtig Verfassung. Sie haben aber eine eigene Orientierungs- du auch. Du Möglichkeit. Auch. Du auch. Albert, du hast auch eine eigene. Die geht immer richtig Verfassung. Ja, das und es ist schön wertvoll. Weil es ja das ist, was wir haben. Ja. Oder? Das ist geschaffen worden. Das habe ich verstanden. Das haben wir und das müssen wir auch verteidigen. Das habe ich verstanden. Ich sage, nein, keine Deadline, aber ich will sagen, ich einfach, jetzt hat sich ein bisschen zu denken wiederholt, das ist auch gut, weil du bist die fleischgewordene Verfassung, du bist wirklich die Verfassung auf vier Rädern oder auf zwei Beinen und so. Und das ist ja nicht beabsichtigt, ich würde lieber auf zwei Rädern kommen und die Welt fahren. Genau, aber ich will sagen, das ist eine Bereicherung und ich hoffe, es hat einen Eindruck gemacht, ich mache mich lustig über das, aber wir dürfen trotzdem das Lustige in etwas erkennen. Ja, oder unbedingt. Grundsätzlich ist deine Arbeit extrem wichtig und ich bewundere dich und immer, wenn ich dich sehe auf den Plätzen, eine riesen Freude gehabt. Aber es war einfach lustig, wie wirklich du wirklich, wie auch, ich weiß auch nicht, wie eine Katze zum Müsli zielst du auf die Verfassung. Es ist einfach, du willst dort hin, wo die Verfassung ist. Und das ist schön, ja. Es ist das, was wir haben, was geschaffen worden ist, damit wir eben eine sichere Zukunft haben. Habe ich verstanden. Oder? Genau. Und darum müssen wir das so auch lustig hochhalten und verteidigen in Verantwortung für unsere Nachkommen. Streck sie nochmal auf, komm. Ja, das ist wirklich... Es hat jemand etwas gedacht. Ja, und mehr als jemand. Und ja, genau. Wir können, wir haben es wirklich, es ist besser als ganz viele Glaubenssachen. Es hat nichts mit Glauben zu tun, es hat mit Recht zu tun. Gut, und Glauben darf jeder, aber das ist unser Recht und das müssen wir verteidigen. Und sonst geht es eben richtig Davos,
und so weiter. WEF und nicht Davos. Genau. Richtig, also WEF und so. Und das dürfen wir unseren, genau. uns und unseren Nachkommen nicht antun. Das ist ein Verbrechen. Also wir haben ein Thema stark vernachlässigt. Ja. Und ich hoffe, wenn du nächstes Mal zu mir kommst, dann haben wir Gelegenheit, auch ein bisschen über die Verfassung zu reden. Ja gut, das ist durch, die Verfassung ist ein Hohlschuld. Ist gut. Ist ein Hohlschuld, da muss jeder, oder? Ist gut. Und, gut. Ja. Genau. Ich probiere auch einen Schlusspunkt. Ich würde einen Schlusspunkt setzen, ja. Aber so, es fällt mir so auf Verfassung sagen, kommt wieder etwas. Ja, also ist ich meine, so ich sehe jetzt den da, aber das ist schon, das wird jetzt. Look, ich kann dir sagen, wenn ich mal Bundesrat gewählt werde, lasse mir voran mein Zeigefinger und meinen Daumen aboperieren, wirklich aboperieren und dann gehe ich so. Gegenüber von wem? Werde ich so eingeschworen. Ja. Gegenüber der ganzen verfickten Welt, die mich all die Zeit unterdrückt hat. Ja, dann wirst du aber nicht Bundesrat. Dann nützt du nicht als Bundesrat. Wenn du nur einen Finger aufhebst, nützt du nicht. Das Paralleluniversum. Ja. Es heisst, also, es findet alles immer überall statt, oder? Alle Möglichkeiten. Aber das Paralleluniversum, wo ich Bundesrat werde, das gibt es nicht. Ja. Du, wir haben ganz viel noch zu machen. Ja, ich habe jetzt ein verlängert, gell, mit hin und her, aber wir haben ganz viel zu machen. Also ich bin ich habe jetzt noch verschiedene Stationen und am Samstag bin ich zu Genf. Eine Demo? Ist eine Demo, ja. Mhm. Also überlegt zum Gaben. Ich versuche dort runterzukommen, ja. Mit dem Platz der Freiheit. Und, du schaffst das? Ja, ja. Und ich weiss, du wirst dort stehen. Ich bin frei unterwegs. Und ich freue mich auf die Bilder von Albert auf dem Platz. Schauen wir, ja. Mhm. Also, danke mal fürs Vorbeikommen und gute Weiterfahrt, du, mein Lieblingszigeuner. Ja, danke vielmals, Dani, dass ich auch hier da bin. Und, danke, dass du gekommen bist. Bis bald wieder mal. Und wirklich alles Gute für alle und Glauben nicht verlieren. Ja. Wir haben alle jetzt Rechte in der Hand. Abschalten. Ciao miteinander, bis zum nächsten Mal.